hat Linus Brandl erzielt im letzten Drittel gegen die tschechische Mannschaft. Und wir haben ihn nach dem Spiel gefragt, Linus Brandl, wie wichtig es denn war, zumindest mal mit einem Torerfolg jetzt in diesem Turnier hineingekommen zu sein. Ja, ist schön, dass man jetzt mal ein Tor geschossen hat. Trotzdem hat es nicht viel gebracht. 50 Minuten des Spiels haben wir nicht gut gespielt. Es war nicht ausreichend. Wir müssen mal fern von der Strafbank bleiben. Jedes Mal, wenn wir das erste Gegentor bekommen, sind wir aus dem Spiel draußen. Die letzten 10 Minuten waren meiner Sicht gut. An denen müssen wir jetzt anknüpfen und ja, mit ins nächste Spiel nehmen. Linus Brandl hat vor allem zwei interessante Sachen gesagt, finde ich, Konstantin. Von der Strafbank wegbleiben natürlich immer ein Credo und sobald ein Gegentor kommt, ist die Mannschaft aus dem Spiel. Also umgekehrt heute die Devise, möglichst lange eben versuchen, eben genau kein Gegentor zu bekommen. Ja, also man kennt es ja selbst, wenn man Sport betreibt, wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die auf dem Papier der Favorit ist. Umso länger das 0-0 steht, umso nervöser werden die anderen, weil das Spiel läuft dann für einen selbst. Also ich denke, wenn sie das erste Drittel überstehen, die ersten 10 Minuten überstehen, auch die Nervosität ein bisschen raus ist, dann zu diesem Druckspiel, könnte da für Deutschland was gehen heute. Es geht ja nominell gegen den Aufsteiger aus der Division 1A, die Slowakei, aber die Ergebnisse bisher der Mannschaft von Tibor Tatar, die sprechen halt wirklich eine andere Sprache. Zu Beginn gab es sogar einen Sieg gegen Tschechien nach Penaltyschießen. Die deutsche Mannschaft, das wissen wir, hat 1-7 gegen eben diese Tschechen verloren und auch gegen die beiden Übermannschaften in dieser Gruppe, gegen Schweden und gegen Kanada. Knappe Niederlagen, 3-5 gegen Schweden und 3-4 gegen Kanada, also alles andere als ein Gegner, den man unterschätzen sollte. Ja, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, die deutsche Mannschaft hat auch im Turnierverlauf gesehen, dass sie eher der Underdog sind in der Gruppe, wenn man sich Ergebnisse anguckt. Aber wie gesagt, im Eishockey kann ja alles passieren. Trainingsarbeit stand auf dem Programm nach dieser Niederlage gegen Tschechien und das haben wir Alexander Dück natürlich auch gestern gefragt, woran denn gearbeitet wurde. Heute im Training haben wir an den Sachen gearbeitet, die in der Vergangenheit nicht so gut funktioniert haben. Das ist gerade der Aufbau unter Druck, schnelle Transition, Zug zum Tor mit guten F3, dass wir in der Lage sind, Ozone zu kreieren und gleichzeitig aber nach hinten mehr Spieler haben, um defensiv besser dazustehen. Und Ausblick für morgen gegen Slowaken, also ich schätze die genauso stark wie die anderen Mannschaften. Die sind, spielen robust, gehen hart zum Tor, haben gute Setplays, haben bewiesen, dass die gegen gute Nationen auch immer wieder zurückkommen können und über 60 Minuten spielen. Also es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel, wo wir von der ersten Minute bis zur letzten Minute alles geben müssen, um das Spiel zu gewinnen. Ozone kreieren, in der Offensive gefährlicher werden, natürlich nur ein Tor aus zwei Partien. Klarerweise ein Problem der deutschen Mannschaft. Es waren natürlich auch die Gegner sehr, sehr stark. Wie kann man dennoch, auch wenn es heute wieder gegen einen starken Gegner geht, da mehr Gefährlichkeit erzeugen? Ist es mehr Wille? Ist es mehr Glaube an die eigene Stärke? Worauf kommt es da an? Ich glaube, das, was der Alexander Dück gesagt hat, den Aufbau unter Druck, ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt und auch den F3. Weil wenn du einen guten F3 hast, dann kreierst du Turnover des Gegners und kannst dann eben in der neutralen Zone dein Angriffsspiel wieder starten und musst nicht wieder 20 Sekunden in der eigenen Zone arbeiten, wo du vielleicht dann ein Icing nimmst oder gucken musst, wie du rauskommst. Und ich glaube, das wird ein wichtiger Punkt sein. Haben die Struktur, die deutschen Jungs, den F3 da zu haben, um eben auch dann einen Chip abfangen zu können und nicht wieder ganz ins eigene Drittel zu müssen? Vielleicht zur Erklärung für alle, F3, was meint der Bundestrainer damit? Der F3 ist der hohe Stürmer. Also normalerweise sind zwei Mann im Vorcheck und der hohe Stürmer ist oben. Und wenn der Verteidiger mit in den Angriff geht, dann sichert quasi der F3 den Verteidiger ab. Heute schon aktiv die deutsche U18-Nationalmannschaft beim Pre-Game-Skate. Halbe Stunde waren die Jungs auf dem Eis heute und haben sich schon mal warm und frisch gemacht für diese Partie heute gegen die Slowakei. Und jetzt geht's auch aufs Eis, was das Spiel auch angeht. Deutsche Fans sind auch schon am Start. Und wir blicken auf die Formation, mit der Bundestrainer Alexander Dück heute ins Rennen gehen wird in diesem wichtigen Spiel gegen den Aufsteiger, gegen die Slowakei.
Kevin Bicker, Linus Brandl und Elias Pool, das war schon die Top-Reihe. Beim letzten Spiel gegen die Tschechen, auch heute wird diese Reihe genauso belassen, wie sie war. Timo Rukdeschel gemeinsam mit Julius Sumpf und Paul Vinzenz, auch das ist nicht neu. Niklas Fox mit Vadim Schreiner und Rafael Jakovlev in der dritten Formation. Reihe 4, Jonas Fischer, Maurice Hildebrandt und Marco Münzenberger. Auch in der Verteidigung alles beim alten Norim Panocha mit Lua Nihus, Lars Bosecker mit Kapitän Edwin Troppmann, der sich eine Spieldauerdisziplinarstrafe eingehandelt hat beim letzten Spiel, heute aber natürlich wieder mit dabei ist. Die Slowakei, die Mannschaft von Geburtstagskind Tibor Tatzal, hat heute seinen Ehrentag, wird 36 Jahre alt, der Cheftrainer der Slowakei. Spieler, auf die wir auf jeden Fall blicken, Konstantin mit der 4, Maxim Strabak, der Kapitän, und Dalibor Dvorsky, der seine vierte Junioren-WM spielt, wenn man so will. Letztes Jahr bei der U18 mit dabei gewesen, dieses Jahr schon bei der U20 gewesen. Ein Wahnsinnsspieler und hier auch die Tabelle. Also die Slowakei mit 2 Punkten, sollte Deutschland heute 3 Zähler holen, würde man die Slowakei überholen. Und die Slowakei bestreitet eben heute ihr letztes Spiel, könnte also nicht mehr dann kontern. Andererseits, wenn das hier nicht erfolgreich ausgeht, dann wird es schwer, denn es wartet noch Schweden am morgigen Tage, eine der besten Mannschaften in diesem Turnier. Samuel Urban wird im Tor stehen, hat eine herausragende Fangquote von 91,9% und das gegen Top-Teams wie Tschechien und Schweden. Gegen Kanada war sein Kollege Lukas Fürsten im Tor. Und bei Team Deutschland wird Leon Willerscheid wieder zwischen den Pfosten stehen. Hat ja schon gegen Kanada das ganze Spiel gehalten. Und dann auch gegen Tschechien kam er hinein für Valentin Ankirchner beim Stande von 0:0. Hier ist das Geburtstagskind, der Headcoach von Team Slowakei. Schon seine dritte U18 WM, aber die erste als Chefcoach. Für ihn ist es die zweite als Chefcoach. Alexander Dück wartet aber nach wie vor auf seinen ersten WM-Sieg, also 18 Bundestrainer. Wir erinnern uns, bei der WM letztes Jahr gab es leider keinen Sieg für Deutschland. Und auch dieses Jahr war es bisher noch nicht vergönnt, der deutschen Mannschaft als Sieger vom Eis zu gehen. Einer, der das heute ändern könnte, Linus Brandl, der Torschütze vom letzten Mal. Hier haben wir Patrick Masnica, auch er schon getroffen für die Slowakei. Und das ist der Jüngste im Team von Alexander Dück, Elias Pool, der einzige 2006er Jahrgang MVP bei der letzten Partie gegen Tschechien. Und Konstantin, wir haben uns davor schon ein bisschen unterhalten. Eigentlich ungewöhnlich, dass nur ein junger Spieler mit dabei ist. Ja, also ich kenne es normalerweise, dass so 3, 4 dabei sind. Aber ich finde es gut, dass er in der ersten Reihe laufen lässt. Der hat es verdient, der Junge. Und jetzt schauen wir mal rein, wie das Spiel anfängt. Kein Gegentor bekommen zu Beginn, das ist die Devise, bestimmt von Alexander Dück und auch von Konstantin Braun. Die deutsche Mannschaft in den dunklen Trikots von links nach rechts im ersten Drittel. Und die Slowakei in den weißen Trikots. Gegen die Tschechen gab es ganz früh schon eine Powerplay-Situation gegen die deutsche Mannschaft. Das hat auch Linus Brandl angesprochen, von der Strafbank wegbleiben. Einer der ganz elementaren Punkte. Hier haben wir den ersten Torabschluss von Leon Eperjesje, dem Verteidiger der Slowaken. Das ist allerdings noch keine Gefahr für das Tor von Leon Willerscheid. Nö, da hat der Junge, der Elias Pool, hat einen guten Schläger gehabt, hat ihn geblockt. Und man sieht, die Jungs versuchen, unter Druck rauszukommen. Die hatten 3, 4 Mal Scheibenkontrolle, sind wieder nicht rausgekommen und dann entsteht eine Drucksituation. Da muss man dann gucken, dass man eben auch mal notfalls einfach ins neutrale Drittel die Scheibe rauslöffelt, um ein bisschen vom eigenen Tor wegzukommen, neu zu sortieren. Aber bisher ist ja Gott sei Dank nichts passiert. Spielaufbau unter Druck, das ist auch in der Vorbereitung einer der absoluten Trainingsschwerpunkte der deutschen U18, weil natürlich auch klar war, Mannschaften wie Schweden, wie Tschechien, wie auch die Slowakei agieren eben mit einem harten Vorcheck und machen der deutschen Mannschaft den Spielaufbau alles andere als leicht. Ja. Aber hier haben wir vielleicht die erste Situation. Julius Sumpf geht da auch gut nach. Vorcheck kann auch die deutsche Mannschaft. Aber gleich wieder der Scheibenverlust. Und es geht in die andere Richtung. Neutrale Zone aber gut dicht gemacht von der deutschen Mannschaft. Hier haben wir Paul Vinzenz. Ja, das ist schön selbst vorgelegt. Schöner Chip. Und dann mit 3 Mann Druck. Und da ist der F3. Der geht jetzt zurück, Gott sei Dank, und kann den Verteidiger absichern. Sonst wäre es wieder eine Überzahlsituation für die Slowakei draußen entstehen können. Aber so passiert nichts. Das passt gut. Daniel Jenschko an der Scheibe. Lässt liegen. Gut gearbeitet von Kapitän Edwin Troppmann. Auch physisch robust gearbeitet. Ja, auch Körperlichkeit bei Junioren-Weltmeisterschaften immer eine
ja, ein Punkt, an dem sich ein Spiel auch entscheiden kann, wer physisch härter agieren kann, wer körperlich präsenter ist. Auf jeden Fall. Ich glaube, die Jungs, wenn da im ersten Drittel oder in den ersten 10 Minuten zwei, drei gute Checks fährst, dann bist du auch im Spiel. Da bist du dann auch mental im Spiel angekommen. Und ich glaube, das mussten die Deutschen auch dran arbeiten, den Körper mehr zu bringen, so wie eben. Guter Check in der Ecke. Da müssen sie auf jeden Fall stabil bleiben. Stanislav Kron an der Scheibe für die Slowakei. Jetzt wieder Leon Epareche. Setzt sich da durch gegen Müller. Fertiger Torabschluss, freies Schussfeld hier in dieser Situation für Maxim Strabak. Ja, und da haben wir diese Körperlichkeit von Roman Kukumberg, der sich da durchsetzt. Peter Cisa bringt die Scheibe zurück, wieder zu Epareche. Aber jetzt auch ein guter Check vom deutschen Spieler, der die Scheibe sofort gewinnt. Und das ist halt dann, der Slowake merkt sich das und der weiß sofort, okay, beim nächsten Mal, vielleicht mache ich den Schritt zurück und gehe nicht rein, weil ich kriege sofort einen Körperkontakt. Und das war eine sehr gute Aktion von dem deutschen Stürmer, der damit auch eben die Transition, die der Trainer angesprochen hat, direkt einleitet. Und mit, aus einer Drucksituation von Slowakei entsteht Offensive von Deutschland. Timo Deschel war das mit diesem Check. Kennt das ja, spielt bereits in einer Herrenliga in der Alps Hockey League bei den RB Hockey Juniors. Kann also definitiv Körperlichkeit, hat er auch hier gezeigt. Also die ersten Minuten auf jeden Fall schon mal ansprechender als bei den ersten beiden Spielen gegen Kanada und gegen Tschechien. Deutschland spielt gut mit. Ja, gut zurückgeblieben, die Ordnung gehalten. Jetzt muss man gucken, dass jemand eben den Scheibenführenden mal wieder unter Druck setzt. Aber die Slowaken, die sind auch sehr scheibenstark. Die rotieren da oben rum. Aber die Deutschen halten so gut vom Tor weg. Bisher sieht es alles ordentlich aus, was sie da machen. Haben wir vorhin Dalibor Dvorsky gesehen an der Scheibe. Hier haben wir ihn wieder. Wird als einer der Top-Draft-Picks gehandelt, Dalibor Dvorsky. Ja, da machen die Slowaken gute Arbeit auch mit den Top-2-Picks letztes Jahr. Juraj Slafkovský und Simon Nemec. Ein außerordentlich gutes Jahr im Draft für die Slowakei. Dazu ja noch mit Philipp Mescher ein weiterer First-Round-Pick. Dalibor Dvorsky mit einer Ruhe. Auch gefährlich, da gegen Linus Brandl ging, aber gut aus slowakischer Sicht. Und jetzt ergibt sich Räume für die deutsche Mannschaft. Elias Puhl verliert aber dann die Scheibe gegen Milan Pisoja. Aber gut, drei Mann zurück. Die Slowaken können nur auf außen ausweichen, die Mitte ist zu. Und dann kommt man wieder zurück in die Ordnung, dass man dann eben dem Torhüter auch die Sicht lässt, um den Puck zu sehen. Also das war eine perfekte Situation, was der Trainer angesprochen hat. Man hat an der blauen Linie gesehen, drei Mann zurück. Die Slowaken können nur nach außen gehen. Und dadurch entsteht nichts wirklich Gefährliches und man bringt die Scheibe aus dem eigenen Drittel raus. Das war die bisher gefährlichste Schusschance für die Slowakei. Maxim Strabak, der Kapitän, spielt in der United States Hockey League bei den Seoul Falls Stampede. 18 Scorerpunkte in 46 Spielen da gemacht in Nordamerika. Einer von insgesamt 6 Spielern, die in Nordamerika unterwegs sind im Kader der slowakischen U18. Cisa wird von der Scheibe getrennt. Brandl für Münzenberger. Auch schneller an der Scheibe als sein Gegenspieler. Wir haben wieder Cisa. Kleines Kabinettstückchen von Panocha. Hat seine Wirkung nicht verfehlt. Hier haben wir ihn wieder, Norbert Panocha. Jetzt haben sich mal schön festgespielt, die Deutschen. Durch ein gutes Sportcheck die Scheibe gewonnen und der erste Abschluss gefährlich. Sehr schön gemacht von Team Deutschland. Auch erste ganz gefährliche Torabschlusssituation für die Mannschaft von Alexander Dück. Super gespielt, Vinzenz scheitert an Urban. Die deutsche Mannschaft ist hier mehr als nur im Spiel. Klasse gemacht. Vor allem auch schön herausgespielt, diese Situation, Konstantin. Absolut. Also durch ein gutes Vorcheck die Scheibe gewonnen und dann die Scheibe gut laufen lassen und sich gut unterstützt. Und auch, der hat gesehen, der Verteidiger geht tief, der Stürmer kommt hoch, die Positionen sind besetzt, die blaue Linie ist besetzt. Und dadurch entsteht dann Offensive. Wieder ein guter Schuss. Wenn er einen Schläger reinkriegt vorm Tor und den abfälscht, dann kann es auch gerne mal das 1-0 sein. Also die ersten knapp 6 Minuten, würde ich sagen, sind bisher mit Abstand die besten 6 Minuten des Turniers bisher fürs erste Drittel.
Das auf jeden Fall. Schuss von Paul Meyer. Viel Verkehr auch vor Urban. Das gilt auch für diesen Schuss. Fox und Schreiner da in der Schussbahn, aber da bringt eben keiner den Schläger hin. Deshalb bei Urban das Spielgerät. Jetzt wieder bei den Slowaken, bei Patrick Masnica. Abschluss kommt, wird aber geblockt. Schöner Flippass zum Aufbau. Dann leider der Bandenpass abgefangen. Wenn der kommt, dann ist es auch eine schöne Kontersituation. Aber die Idee ist gut, nicht den direkten Pass zu spielen, um die direkte Transition für den Gegner zu kreieren, sondern über die Bande zu spielen. Also ich muss sagen, das Spiel der Deutschen gefällt mir bisher sehr gut. Hier sieht man auch guten 1-2-2 gespielt, die Scheibe abgefangen und direkt wieder zum Abschluss kommen. Puhl legt er ab für Panocha. Direkt Schuss von Nihus, bleibt aber auch hängen. Slowakischer Konter läuft, wird aber auch gut abgeblockt. Kein Durchkommen da für Adam Zezo, der zweimal getroffen hat beim Penaltysieg gegen Tschechien. Und den Penalty auch noch verwandelt hat, ne? Das kommt noch dazu, ja. Einer, der definitiv weiß, wo die Kiste steht. Die Slowakei tut sich überraschend schwer gegen Deutschland, aber hier ein schöner langer Pass, der eine gefährliche Situation kreiert. Aber auch gut und aggressiv verteidigt von der deutschen Defensive. Und der Scheibengewinn und der deutsche Konter. Ja, Pass auf gut Glück in die Mitte. Findet aber nur einen Abnehmer im blau-rot-weißen Trikot. Epayeshie rüber auf Zisa. Ja, will da liegen lassen für Kukumberg. Da haben die Slowaken Glück, aber wenn der Deutsche an die Scheibe kommt, ist das ein Konter für uns. Und zwei Mann fangen sich da gegenseitig an der Bande von den Slowaken ab. Gegenseitig. Also da haben sie Glück gehabt. Und auch gut für einen Torhüter, das kann er den festmachen. Hält die Scheibe auch mal. Kriegt gleich so ein bisschen Gefühl, dass nicht der erste oder der zweite gleich durchflutscht. Also bisher die ersten 8 Minuten knapp sehr, sehr gut von den Deutschen. Und das Tor für Deutschland. Dann geht's los Richtung Eishockey-WM in Finnland. Tor! Tor! Deutschland führt. Es kommt eine Menge Eishockey auf uns noch zu. Genau so soll das sein. Rundum Sorglos-Paket. Mehr Eishockey-WM geht nicht. Live beim Magenta Sport. Wir sind mittendrin im WM-Hattrick hier beim Magenta Sport. Die U18-WM, drittes Gruppenspiel. Für das deutsche Team, das hier einen sehr guten Eindruck macht, in den ersten 8 Minuten schon 1, 2, 3 gefährliche Torabschlüsse hatte, wo Samuel Urban im slowakischen Gehäuse gefordert war. Alexander Dück kann durchaus zufrieden sein mit diesem Auftritt bisher seiner Mannschaft. Und es ist mit Sicherheit auch Teil seiner Ansprache gewesen, dass ein Sieg nach 60 Minuten hier dieses Turnier, das ja alles andere als gut begann, komplett in die richtige Richtung aus deutscher Sicht wieder laufen könnte. Zur Erinnerung, ein 3-Punkt-Sieg würde das Viertelfinale klar machen. Aber so weit sind wir noch nicht. Von guten 8 Minuten kann man sich bekanntlich noch nichts kaufen. Nein, aber es gibt Selbstvertrauen für die Jungs. Sie haben es zweimal richtig auf die Nuss bekommen. Und wenn du dann gegen gehandelt besseren Gegner so ins Spiel kommst und auch von den Chancen mehr hast, das gibt Selbstvertrauen. Die stehen mit einer breiten Brust jetzt auf dem Eis und die glauben an die Sensation. Was hier abgefangen in Richtung Rukdeschel. Strabak. Ja, wieder ein super Vorschlag. Der zweite Mann kommt zur Unterstützung. Scheibe wird vor der roten Linie abgefangen. Also das machen sie wirklich sehr gut. Machen die Slowakei den Spielaufbau sehr, sehr schwer. Ja, und es ist, wenn du einer Mannschaft Raum und Zeit wegnimmst, dann ist egal, wie gut die sind technisch, dann kommen die nicht durch. Und das ist das, was die Deutschen gerade machen. Hier kommt die Slowakei durch, die Rebound-Chance. Und Willerscheid ist zur Stelle. Nächster Schussversuch, Scheibe nicht getroffen. Fischer chippt das Ding lang und Urban macht sofort wieder schnell. Wieder Fischer,
verliert er die Scheibe und der Konter läuft von Tschechien und Willerscheid pariert den Versuch von Patrick Masnica. Er war nicht einfach zu halten, er war abgefälscht vom deutschen Verteidiger noch, den hat er super gehalten. Also, ganze Mannschaft macht einen sehr guten Eindruck, Selbstvertrauen ist da, Torhüter hält gut, kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Aber hier sieht man auch die Stärke der Slowaken. Es ist ein Pass durch die neutrale Zone und sofort ist Masnica in Abschlussposition. Unterhaltsames Spiel beiderseits in den ersten gut 10 Minuten. Hier wieder der Vorcheck von Bika. Da muss er aufpassen, dass er keine Strafe kriegt. Wenn der Slowake fällt, könnte das auch gut 2 Minuten wegen halten werden. Aber er hat Glück gehabt, der fällt nicht. Deutschen wieder durch ein gutes Vorcheck den Scheibenbesitz in der slowakischen Zone. Nächster Torabschluss, Urban zur Stelle, Pool, er will darüber chippen auf Brandl. Homiak bekommt da auch sofort wieder Druck. Aber schön gelöst von der Slowakei, Daniel Jenschko. Jenschko alleine, wird der Winkel sehr spitz, Willerscheid. Und Norman Panocha hat noch keine Unterstützung. Sehr schön gemacht, Münzenberger. Urban. Kühnhauser. Und dann gibt es die erste Strafe. Nee, ich glaube, es war Anpass. Ja, Anpass hat er angezeigt. In der Situation aber schwer zu erkennen, die Scheibe war im Glas, ob man da als Schiedsrichter 100% Handpass geben kann, wenn da an die Hand kurz fällt. Aber das sind halt die Regeln, das Bulli außerhalb. Aber das war wieder eine gute Drucksituation von den Deutschen. Die machen Spaß, gerade zuzugucken. Daniel Jenschko haben wir hier im Bild. Er hat den entscheidenden Penalty verwandelt zum Auftaktsieg der Slowaken. Spielt in der schwedischen U20-Liga. In die Juniorenmannschaft der Malmö Redhawks. Der 18-Jährige. War auch schon bei der letzten U18-WM dabei, als die Slowakei den Aufstieg geschafft hat. 2019 ja ein Aufabstiegsjahr für beide Mannschaften, die hier beteiligt sind. Die Slowakei musste den Gang in die Division 1A antreten. Team Deutschland hat es geschafft, in die Top-Division aufzusteigen. Noch nicht unter seiner Leitung von Alexander Dück. Die letzten beiden Weltmeisterschaften war der Abstieg ausgesetzt. Dieses Jahr könnte es wieder in die Relegation gehen. Aber eben auch noch ins Viertelfinale. Das ist definitiv das Positive nach diesen ersten beiden Spielen. Und der Auftritt bisher macht weiterhin Mut von der deutschen Mannschaft, die hier sehr offensiv engagiert auftritt. Genau das, was Alexander Dück gefordert hat. Wir müssen mehr O-Zone schaffen. Uns auch mal in der gegnerischen Zone festsetzen, das gelingt bisher. Troppmann. Gute Unterstützung und dann dieser Scheibengewinn da. Also die Defensivarbeit der Deutschen stimmt auch auf jeden Fall in dem Bereich, dass sie sich gut unterstützen. Sie machen die Räume eng für den Slowaken. Und dann hat man auch einen einfachen Aufbau unter Druck. Dann muss man nur in eine Richtung legen und dein Mitspieler holt die Scheibe ab. Und so wird das ganze Spiel schnell. Man hat viel kreiert, Offensive, man hat Spaß am Spiel und man ist nicht nur in der Waschmaschine hinten drin, wie man das bei uns so schön sagt. Und man kreiert Torabschlüsse. Der nächste hier von Paul Meyer. Einer aus dem Meisterteam, der junge Adler Mannheim. Paul Meyer auch schon im August mit dabei gewesen beim Klinker Gretzky Cup. Schöner Scheibengewinn, Schreiner. Müller. Wieder Schreiner. Schön rübergelegt. Jonas Müller zieht aus. Da ist noch eine Kelle dran, die von Niklas Fox. Scheibe aber am Tor vorbei. Schreiner. Ja, verliert die Scheibe. Aber gut nachgearbeitet von Müller. Dass sich das Ding gleich holt. Wichtige Aktionen auch im Defensivverbund
diese Zweikämpfe zu gewinnen. Absolut. Und man sieht halt, wie der Trainer angesprochen hat, der dritte Mann ist mit dabei. Selbst wenn mal einer durchfällt, wäre da nicht viel passiert, weil eben der Stürmer im Rückwärtsgang schon ist und dann als erster Mann hinten ist und den Fehler seines Verteidigers ausmerzen kann. Nächste Abschlusssituation für die Slowakei. Guter Block. Und das Laufduell, das gewinnt ja auch noch Rafael Jakovlev. Wird noch entscheidend gestört. Abschluss von Hohmann. Gehalten von Urban und diesmal gibt es auch wirklich die erste Strafe wegen Haken bei diesem 1 gegen 1 von Rafael Jakovlev. Ja, also das hat er sich verdient. Er blockt erst den Schuss, dann gewinnt das Laufduell und kommt dann sogar noch gegen den anderen Verteidiger fast zum Abschluss, der die Strafe nehmen muss. Jetzt sind wir mal gespannt aufs erste Überzahl von den Deutschen. War ja nicht so erfolgreich die ersten beiden Spiele leider. Das ist richtig, neben Norwegen die deutsche Mannschaft, das einzige Team bei dieser WM, das noch kein Tor in eigener Überzahl erzielen konnte. Eine ernste Miene beim slowakischen Headcoach bei Tibor Tatar. Ja, ich denke, der wird es auch anders vorgestellt haben, den Spielverlauf bisher. Also Deutschland gut in der Partie und jetzt auch mit einem Mann Überzahl. Tomáš Královič hat es getroffen, der bekommt die zweiminütige Denkpause. Gut reingekommen, guter Aufbau. Und jetzt leider die Scheibe nicht richtig getroffen. Man muss wieder runtergehen. Das kostet halt immer Zeit. Der Aufbau war stark und der Chip war auch gut. Aber guck mal, der Torhüter, super die Scheibe gespielt. Icing leider. Ja, die ersten Ansätze waren sehr gut und dann leider über die Scheibe gehauen. Sonst hätte man doch sich festsetzen können. Aber ja. Torhüter versucht dann das Spiel schnell zu machen, war eine gute Idee. Vielleicht hätte er sich doch die Zeit nehmen sollen, weil einfach noch so lange Überzahl ist. Einfach von hinten nochmal in Ruhe aufzubauen. Jetzt ist wichtig, das Bulli zu gewinnen, dass man gleich wieder mit Scheibenbesitz anfangen kann. Julius Sumpf spielt dieses Bulli für die deutsche Mannschaft. Und gewinnt das auch mit der Unterstützung von Kapitän Edwin Toppmann. Dann erneut kein guter Aufbaupass. Osecker. Wieder der Aufbau über Toppmann. Nimmt den Schuss, geht vorbei. Panocha. Deutsche Aufstellung steht. Toppmann. Nimmt den Schuss selbst. Schön in der Zone gehalten. Eperieschi. Kommt da gleich Druck von Kevin Bicker. Der machte mit seinem Vorstoß gegen die Tschechen dieses Tor von Linus Brandl überhaupt erst möglich. 30 Sekunden noch die Überzahl für die deutsche Mannschaft. Verteidigen die Slowaken auch gut? Ja, die Deutschen vielleicht in der einen oder anderen Situation ein bisschen überhastet. Vielleicht doch mehr die Zeit nehmen, ins Setup zu kommen, um. Ja, dann ist das erste Überzahl auch schon vorbei. Ja, schade für die Deutschen. Die waren jetzt gerade wieder in Scheibenbesitz und hätten noch 13 Sekunden gehabt. Jetzt natürlich eine Minute 47 dann danach Überzahl für die Slowaken. Hoffen wir, dass sie einfach dann das Momentum behalten können, die Strafe killen, um dann eben weiterhin 0-0 zu spielen. Aber das ist natürlich auch der klarer Stockschlag. Leider ist es halt in den Regeln so festgeschrieben. Dafür unstrittig gegen Vadim Schreiner. Hildebrand beim Bulli. Gegen Dworski. Und dieses Duell werden wir noch mal sehen. Ganz entscheidender Moment für die deutsche Mannschaft. Jetzt dieses anstehende Unterzahlspiel. Bisher ist man sehr gut in dieser Partie. Aber das ist natürlich auch in den Köpfen, dass man in den letzten beiden Spielen jeweils das erste Gegentor in eigener Unterzahl bekommen hat. Ja, es müssen 2 Sekunden auf die Uhr wieder draufgepackt werden.
sorgen die Referees dafür, dass hier auch alles seine Richtigkeit hat. Trabak. Pekacik kann die Scheibe gut halten. Hier wieder Juraj Pekacik, sieht vors Tor, Riesengelegenheit für Caesar und Villarscheid hält das Ding. Konterchance für die deutsche Mannschaft womöglich über Fischer. Kralovic wieder zurück, damit die Slowakei komplett und im Powerplay. Aber da hat man die Spielstärke der Slowaken direkt gesehen. Er hat ein 1 gegen 1 gewonnen, der Mann im Slot ist frei. Da kommt der Pass halt punktgenau und unser Torhüter muss einen super Safe machen, damit es nicht eben 1-0 gegen uns steht. Die Slowakei findet die Aufstellung schneller als die deutsche Mannschaft. Strabak, Masnica, Dalibor Dvorsky. Wie vorhin auch schon beim 5 gegen 5 geht selbst den Weg mit der Scheibe rum um die deutsche Box. Starker Block. Richtig schön gemacht von Bosecker. Das ist ein gefährlicher Scheibenverlust. Pekacik, Juraj Pekacik sucht den Querpass und die Slowaken schlagen zu. Dalibor Dvorsky. Hat sich leider angebahnt, nachdem der Block war, die Scheibe nicht rausgeht, die Jungs außer Position. Und dann war es ein 3 gegen 1 direkt vorm Tor. Haben sie dann auch stark ausgespielt, aber nach dem Block war so ein, hier der Block nochmal und da war Aufregung auf dem Eis und der kriegt die mit der Rückhand nicht raus und der zweite haut vorbei und dann ist natürlich das ein Gestocher und ein Zufallsprodukt, dass er eben dann nochmal wieder auf die Kelle kommt. Hofft, dass die Jungs jetzt nicht den Kopf hängen lassen und genauso weiterspielen wie vor der Strafe. Super auch gemacht von Juraj Pekacik, der sich erst durchsetzt und dann noch den Blick hat für den freien Dalibor Dvorsky. Das ist auch einfach dann klasse gemacht. Ja. Ein Nackenschlag, bitterer Nackenschlag für die deutsche Mannschaft. Ja, auch fast knapp 5 Minuten vor Drittelende, auch zu einem ungünstigen Zeitpunkt, also kurz vor Schluss. Man hat so ein gutes Drittel gespielt und muss jetzt dann doch den ersten Treffer hinnehmen. Schauen wir mal, wie die Jungs reagieren. Schweiner damit natürlich wieder zurück auf dem Eis. Und Deutschland mit dem ersten Torabschluss nach dem Rückstand. Gab's noch nie. Der WM-Hattrick im April und Mai. Der Schuss kommt. Ja! Oh, ja! Die Frauen-WM. Was ein Tor! Die U18-WM. Sie führen! Tor für Deutschland! Die AWM in Tampere und Riga. Mehr Eishockey-WM geht nicht. Live beim Magenta Sport. Wieder muss die deutsche Mannschaft das erste Gegentor im Powerplay des Gegners, in dem Fall der Slowakei, schlucken. Konstantin, worauf kommt es jetzt an? Ist es vor allem das Mentale, dass man vor allem diese gute Anfangsphase mitnimmt und sich von diesem Rückstand jetzt nicht aus der Bahn werfen lässt? Auf jeden Fall. Man muss jetzt geduldig bleiben. Man muss schauen, dass man jetzt das Drittel mit 0-1 oder mit 1-1 vielleicht sogar noch zu Ende bringt. Aber der Wechsel direkt nach dem Tor zeigt, dass die Jungs nicht den Kopf am Hängen lassen. Man ist direkt wieder in die Offensive, man hat direkt wieder Druck gemacht. Und es ist ein gutes Zeichen, dass da der Glaube weiterhin da ist, weil sie haben ein richtig gutes Drittel gespielt bisher. Das einzige Tor der Partie, das erzielt aber er hier, Dalibor Dvorsky. Spielt auch in Schweden. Die Nummer 15 der Slowaken bei IK Stockholm in der zweiten Liga. Da in 45 Partien auch. Achtbare 14 Punkte gemacht als Youngster. Und da gewinnt Kühnhauser dieses Duell um die Scheibe. Daher Icing. Wo wir gerade bei Dalibor Dvorsky sind, der spielt bereits in einer Herrenliga. Genauso, das ist interessant, in der Slowakei, wie fast schon die gesamte Mannschaft Erfahrung im Herrenbereich gesammelt hat. Denn die slowakische U18-Mannschaft spielt dort in der zweiten Liga mit. Nicht komplett voll und steigt aus dieser Liga auch nicht ab.
Aber das sind natürlich Punkte, die man merkt und die vor allem den jungen Spielern im physischen Bereich extrem helfen, oder? Ja, physisch und auch von der Handlungsschnelligkeit. Wenn du gegen Erwachsene spielen musst, die sind den Schritt schneller, die sind körperlich robuster und du musst viel schneller agieren, du musst schneller passen, du musst schneller die Lücken zulaufen. Und dadurch haben die einfach von der Weiterbildung her schon sehr, sehr viel mitbekommen, die Jungs. Und wenn der Scheibengewinn da ist, dann geht's immer schnell. Baran sucht da in der Mitte. Tomasz Pobyszal, der die Scheibe aber dann nicht am Villarszal vorbeibringt. Aber nächster gefährlicher Turnover der Slowaken. Zetso. Strabak. Wieder für Zetso. Gut gestört von Panocha. Brandl. Will die Scheibe darüber chippen, bleibt aber dann hängen am Masnica. Bicker, schön gemacht. Und auch gut diese Strafe rausgeholt. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob der die Strafe in der neutralen Zone war oder ob der Slowake, der den Check zu Ende fährt, eine übertriebene Härte bekommt, weil da war der Arm schon oben, als der Deutsche in der neutralen Zone schon gelaufen ist. Er hat es auch ganz schön gekracht, man hat es nur gehört. Ich glaube, dass es wirklich die übertriebene Härte ist. Man sieht es hier nochmal, komplett unnötig, die Scheibe ist lange weg und dann so zu Ende zu fahren, zu Recht 2 Minuten. Dalibor Dworski trifft es da, den Torschützen. Und das wäre jetzt eine Situation, wenn die Deutschen jetzt natürlich in Überzahl kurz vor Drittelende den Ausgleich schaffen, gehen sie mit einem großen Selbstbewusstsein in die Drittelpause, Momentum-Switch. Also schauen wir mal, ob sie jetzt ein bisschen ruhiger mit der Scheibe agieren und ein bisschen mehr einfach das Aufziehen des Überzahl. In den bisherigen 10 Powerplays bei dieser WM hat es nicht geklappt. Vielleicht jetzt das Timing wäre natürlich über... Ragen Bulli-Gewinn ist da und auch die Aufstellung ist gleich da bei der deutschen Mannschaft. Robmann mit dem ersten Abschluss gleich, aber Urban. Schönes Setplay hinterm Tor. Der Rechtsschütze kommt von oben reingelaufen. Haben sie super gespielt, die Jungs. Und hier sieht man auch, sind sie ein bisschen geduldiger, lassen die Scheibe laufen, wechseln die Position, versuchen die Box zu bewegen. Der Slowaken, der kommt fast in den Slot. Schön gemacht, Panocha, eingestochen. Scheibe noch frei und der ist drin. Da ist der Ausgleich für das deutsche Team, Robin Panocha. Sehr stark gespielt. Ja. Die Positionswechsel haben die Box auseinandergezogen. Dann kommt der Pass nach unten, fast ein One-Touch in den Slot. Und dann wird hart nachgearbeitet. Es ist ein reingearbeitetes Tor. Aber genau das haben die Jungs jetzt gebraucht, kurz vor Schluss, den Ausgleich, damit sie weiter an sich glauben und weiter im Spiel sind. Die Geduld und dann die Hartnäckigkeit im Slot, die zahlt sich aus. Panocha schaltet am schnellsten. Und dann hat auch Urban keine Chance. Der ganz wichtige Ausgleich und auch das erste Powerplay-Tor für die deutsche Mannschaft bei diesem Turnier. Norwin Panocha. Ja, es war gut gemacht, auch dass Vinzenz noch mit reingeht, von eben nicht an der Torlinie stehen bleibt, sondern den Weg zum Tor geht. Mit unter Druck setzt die Slowaken vom Tor. Ohne die Aktion von ihm entsteht das Tor erst gar nicht, weil die Scheibe dann geklärt wird. Also haben sie super gemacht, die Jungs. Vom Bulli weg, das gut aufgezogen und dann schießt man auch dann eben das Überzahltor. Zum prognostizierten ganz wichtigen Zeitpunkt. Noch geantwortet auf diese slowakische Führung durch Dalibor Dworski. Das Arbeitstor von Norwin Panocha. Ja, jetzt müssen sie aufpassen, dass sie nicht überpacen, dass sie nicht überflügelt sind und weiter das spielen, was sie die ersten 17,5 Minuten gespielt haben und das gute Drittel zu Ende spielen jetzt. Norwin Panocha. Beim Auftaktspiel gegen Kanada zum besten Spieler bei Team Deutschland geehrt, der Verteidiger von den Eisbären Juniors in der DNL. 27 Punkte da beigesteuert. Auch Verteidiger 19 Assists. Auch interessant, dass der Verteidiger vom Tor spielt in Überzahl. Vielleicht auch eine Konsequenz aus der Rochade im Powerplay, weil viel Bewegung drin war. Dieses Mal nicht so statisch wie noch beim ersten Powerplay. Jetzt aber gleich die nächste gefährliche Situation für die Slowaken und Strafe angezeigt. Wir sehen Villarscheid, wie er seine Kiste verlässt.
sehr stark gemacht, gegen drei Slowaken sich durchgesetzt. Vinzenz bleibt robust. Schreiner. Und dann ist František Dej an der Scheibe und das Spiel unterbrochen. Also genau zum Finale nochmal Powerplay für die deutsche Mannschaft. Ja, ich habe so das Gefühl, dass die Slowaken so ein bisschen gefrustet sind. Die haben sich wahrscheinlich das auch anders vorgestellt. Und die Deutschen spielen einfach ein super erstes Drittel. Hier natürlich ganz klare 2 Minuten, Schläger unterm Fuß. Aber man erkennt auch, dass der Slowake so ein bisschen gefrustet ist. Jetzt haben sie den Ausgleich hinnehmen müssen. Und es läuft einfach nicht für sie, weil die Deutschen so gut spielen gerade. Und dann nimmt man sich durch Strafen einfach das Spiel. Kann Deutschland nochmal zuschlagen im Powerplay in diesem ersten Spielabschnitt. Wieder läuft der Aufbau über Troppmann. Scheibe im Fangnetz, noch abgefälscht. Aber der Plan der Deutschen ist klar zu erkennen. Doppel-Doppel-Aufbau mit 4 Mann eben im Aufbau und dann direkt schnell die Seite wechseln, Seitenverlagerung. Wenn die Scheibe nicht abgefälscht wird, hätten wir wieder Scheibenkontrolle gehabt. Aber man sieht, dass die Jungs wissen, was sie zu tun haben. Hier kann sich die Slowakei befreien. 1,20 noch in diesem Drittel. Wieder läuft es über Troppmann. Panocha, der Torschütze. Sumpf. Er orientiert sich jetzt direkt vors Tor wieder. Direktabnahme von Troppmann. Schlägt er ordentlich in die Bande ein. Dieser Schlagschuss des Kapitäns. Wieder viel Bewegung drin. Bei den Deutschen super gespielt. Troppmann mit dem Abschluss. Und weiterhin Deutschland in der Formation. Dann der Fehlpass auf Sumpf. Aber super gespielt. Diese Chance von Edwin Troppmann. Und geht weiter direkt. Nyhus wartet da. Da kriegt er die Scheibe. Luan Nyhus. Parade von Samuel Urban. Brandl. Setzt sich da zur Wehr gegen Epa Jeschje. Ist noch ein Abschluss möglich. One-Timer ist hoffentlich. Er rutscht dann aber leider ab, der Schuss. Aber man sieht, die Deutschen haben ihre Set-Plays. Die Rotation oben, dann ist eben aufs lange Eck, aufs Backdoor quasi, kam dann der in der Mitte startende Verteidiger, hat auf dem Backdoor den Pass bekommen. Also man sieht, da sind sie auch kreativ, die Jungs. Eine kleine Unaufmerksamkeit in Unterzahl, ansonsten gibt es wenig zu meckern aus deutscher Sicht, oder Konsti? Nee, also die Arbeit in der Defensive war gut, sie haben keine Konter zugelassen. Es sah ein, zwei Mal aus, als wäre eine 2-gegen-1 Situation möglich, aber dann war eben der dritte Stürmer da und hat den weggenommen und dann konnten die Slowaken auf die Schona schießen, aber nichts wirklich Zwingendes kreieren. 1:1 nach 20 Minuten, das macht doch definitiv Lust auf mehr. Wir atmen auch kurz durch, genauso wie die Mannschaften, und sind dann wieder da zum zweiten Drittel. Deutschland gegen die Slowakei. Zurück in unserer Lieblingsstraße. Oh je, was ist, wenn wir dich da nicht erreichen können? Lass uns doch nachher Video callen. Endlich Ruhe vor denen. Ja, du zumindest. Macht ihr euch denn gar keine Sorgen? Nee, mit der Telekom ist er dort bestens erreichbar. Und das günstiger, als man denkt. Genau, mit den Magenta-Mobilangeboten zahlt ihr zu viert im Schnitt nur 19,95 pro Karte im besten 5G-Netz. Und je mehr ihr seid, desto günstiger wird's. Oh. Ist für dich. Oh nee. All you need is life. Staunen!
genießen. Spannender kann's kaum noch werden. Egal für welches Team dein Herz schlägt, bei Magenta Sport bekommst du es live. Immer und überall. Fußball, Eishockey, Basketball. Alle Spiele live. Jetzt auf magentasport.de buchen. Zweites Spiel für die deutsche U18-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft. In der Schweiz nach der 0:8 Auftaktpleite gegen Kanada ging es jetzt gegen Tschechien. Die Mannschaft von Jakub Petr, die tagkräftig von den Fans unterstützt wurde. Auf der Gegenseite Alexander Dück, das Geburtstagskind, wurde 43 Jahre alt beim Spiel gegen die tschechische Auswahl. Das, so viel sei vorweggenommen, nicht allzu erfolgreich verlief für seine Mannschaft. Zu Beginn frühes Powerplay für die Tschechen, aber die Chance für Deutschland. Jiříšek vertändelt die Scheibe. Jonas Fischer kann das nicht nutzen, aber schon mal der erste Torabschluss für die deutsche Mannschaft nach dieser Aktion. Danach aber Tschechien, die spielbestimmende Mannschaft, die klar spielbestimmende Mannschaft, machte auch dann das Tor durch Adam Schiedlicki im Powerplay. Selbe Situation noch wie vorhin, erst Fischer mit der Chance in deutscher Unterzahl und dann eben in tschechischer Überzahl der Führungstreffer durch Schiedlicki. Wird hier schön bedient von Pavel Šímek und dann hinein ins Glück für die tschechische Mannschaft. Dann Powerplay Deutschland, aber vom Bulli weg der Scheibenverlust. Eduard Schale, das 2:0, bitter für die deutsche Mannschaft. Eduard Schale, schon bei der U20-WM, als Tschechien ins Finale kam, für Furore gesorgt. Jetzt bei der U18 macht er nahtlos weiter. Schon gegen die Slowakei erfolgreich. Und jetzt auch mit dem Tor gegen die deutsche Mannschaft, für die Valentin Ankirchner diesmal begann, statt Leon Villerscheid. Nach dieser Situation gab es dann Penalty für die tschechische Mannschaft. Auch eine Sache für Eduard Schale. Der lässt Ankirchner keine Chance. 3:0 für gnadenlos effektive Tschechen, die ihre Klasse in solchen Situationen ganz einfach ausspielten. Von Deutschland kam im ersten Drittel deutlich zu wenig. Hinein in den zweiten Spielabschnitt und wieder Tschechien mit dem Blitzstart. Kapitän Jakub Dvořák nimmt Maß und überwindet Valentin Ankirchner zum 14. Mal und stellte schon früh die Weichen auf Sieg für die tschechische Auswahl. Meier geht früh auf die Knie, will den Schuss blocken. Dvořák findet die Lücke. Für Ankirchner war der Arbeitstag dann beendet. Leon Villerscheid ab nun zwischen den Pfosten bei Team Deutschlands. Aber auch er hatte relativ bald das Nachsehen. Den Schuss von Dvořák, der wird noch geblockt. Und dann kommt Wojciech Radek und macht das erste Tor im Turnier. Sein persönliches zum 5:0 für die tschechische Auswahl. Und dieser Wojciech Radek, der war nur kurz darauf gleich wieder erfolgreich. Tschechien wieder in der deutschen Zone, wird hier schön bedient von Jan Kučera. Und dann der schnelle Abzug von Radek hinein zum 6:0 und damit bereits zur endgültigen Entscheidung in dieser Partie. Deutschland hatte nur sehr, sehr wenig mitzureden. Tschechien erzielte dann gleich noch ein Tor im zweiten Spielabschnitt. Hier Eduard Schale. Irgendwie an Villerscheid vorbei, aber wir sehen schon, Schiedsrichter winkt das Tor aus. Es wurde nochmal überprüft. Es ist auch ganz schwer aufzulösen, ob die Scheibe vom Schlittschuh durch eine Kickbewegung oder nicht hier über die Linie kommt. Das Ergebnis auf jeden Fall, das Tor zählt nicht, aber die Führung ohnehin üppig für die tschechische Auswahl. 6:0. Im letzten Drittel dann aber. Tschechien nahm etwas Tempo raus. Deutschland kam aber zu seinen Chancen und auch zu seinem ersten Turniertor. Kevin Bicker mit dem Vorstoß und Linus Brandl ist es schlussendlich, der die Scheibe dann mit dem Schlittschuh über die Linie drückt. Bicker hier im Gewühl. Dann ist die Scheibe erst am Schoner von Hrabal. Der schlägt sie Brandl an die Kufe und damit auch Deutschland endlich auf der Anzeigetafel. Das letzte Wort in dieser Partie hatten aber dann wieder die überlegenen Tschechen, die dann doch nochmal das Tempo verschärften in der Schlussphase. Adam Jecho, schöner Pass auf Dominik Petr. Der Sohn von Trainer Jakub Petr setzt
den 7:1 Schlusspunkt unter diese Partie. Für Tschechien ein wichtiger Sieg, hatte man doch die Auftaktpartie gegen die Slowakei im Penaltyschießen verloren. Hier kommen die ersten drei Zeller aufs Konto. Bei Team Deutschland dagegen nach der 0:8 Pleite jetzt das nächste deutliche Ding. 1:7 gegen Tschechien. Das nächste Spiel dann gegen den Aufsteiger aus der Division 1A gegen die Slowakei. Es geht auf die letzten Meter in der dritten Liga und das Motto jetzt für beide Mannschaften, die heute aufeinandertreffen, bloß nicht abreißen lassen. Dresden und Mannheim, beide gehören sie zum Verfolgerfeld um den Aufstieg. Große Vorfreude auf diesen Samstag. Herzlich willkommen zur größten Geburtstagsparty in Deutschland. Reicher kann der Tisch ja nicht gedeckt sein und jetzt eröffnet Waldhof Mannheim dieses Fußballspiel. Und jetzt muss Dresden aufpassen in Mannheim, zockt hier aber mal ganz schnell. Für Ruhe im Laden, 5. Minute und dann steht 1:0 für Waldhof Mannheim. Da hat aber mal einer ganz schnell die Geburtstagstorte vom Tisch geflackt. Und Dynamo ist nervös, jetzt gibt's den Pfiff und jetzt gibt's Elfmeter für Dynamo. Jetzt ein abgewichster Stürmer vorne, der legt auch den Arm rein, geht nach vorne und lässt sich damit reinfallen. Asler gegen Bartels, Asler! Hier heute in Duisburg ist noch kein Tor gefallen. Wurz! Der SVW in Wiesbaden geht 1:0 in Führung. Genau diese Zweikämpfe aus der Schublade Maloche, die will Thorsten Siegner sehen. Busch! Und jetzt steht die MSV Arena. Der MSV Duisburg klaut sich hier noch einen Punkt. Auf 3 Punkte schmeckt das Team von Kaczynski auf den Tabellenführer ran. Dresden und der Waldhof klauen sich derzeit die Punkte. Ich glaube, die Jungs werden sich darauf besinnen, was wir können und dass es bei uns bleibt. Die Latte von Martinovic. Wow, mega viel Glück für Dynamo Dresden. Vorteil ist gut. Einfach nur Pech. Heute wollte der Fußballgott einfach den Sieg für die Dresdner Seite. Wir wussten, was für beide Seiten auf dem Spiel steht und deswegen bin ich unheimlich stolz. Phase 2 der WM-Vorbereitung der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft in Finnland. In Landshut hieß es zum zweiten Mal innerhalb von 3 Tagen. Deutschland gegen Österreich. Die erste Partie in Deggendorf. Ein 2:0 für Deutschland und ein neuer mit der 78 aus der NHL. Erstes Länderspiel mit 27 Jahren. Nico Sturm, Stanley Cup Champion von 2022. Hinein ins Spiel. Deutschland in Schwarz, Österreich in Weiß. Und Österreich gleich im ersten Powerplay mit einer guten Kombination, die sofort zur Führung reichte. 7. Spielminute, Lukas Haudum mit dem ersten Tor für Österreich. Zuvor 4 deutsche Siege in Folge gegen Österreich. Heute das 51. Aufeinandertreffen insgesamt. Und Arno Tiefensee, der seinen ersten Start als deutscher Nationaltorhüter hatte, zum ersten Mal bezwungen. Die Anfangsphase Österreich stark, gut in den Zweikämpfen mit viel Zug zum Tor, wie hier Nico Feldner. Es dauerte etwas, bis das deutsche Team kam. Dann aber mit dem Stretchman den schnellen Aufbau gespielt durch die neutrale Zone. Entscheidend der Vorcheck, wie hier von Luis Schinko. Und plötzlich 2 Deutsche frei vor dem Tor. Sturm, Kamera und Ausgleich. 12. Spielminute, 3. Länderspieltor für Maxi Kamera. Aber auch der erste Assist, der erste Scorerpunkt im allerersten Länderspiel für Nico Sturm. Harold Kreis in seinem 4. Länderspiel. Es stand 1:1 nach den ersten 20 Minuten. Hinein in Abschnitt 2, geprägt von vielen Über- bzw. dann auch Unterzahlspielen. Deutschland mit einer Riesenmöglichkeit durch Tobi Eder in der 23. Spielminute. Guter Vorcheck, Zug zum Tor. Bernhard Starkbaum, Österreichs Rekordnationalgoalie, verhindert
die Führung Deutschlands. Dann Konter in Unterzahl. Lukas Haudum. Und auch auf der anderen Seite Arno Tiefensee mit ganz starken Reflexen immer wieder. Und das muss angesprochen werden gegen offensiv sehr gut aufgelegte Österreicher. Dann wieder Überzahl für Österreich. Die kombinieren das gut, das deutsche Viereck etwas starr. Und Henrik Neubauer mit der 2:1-Führung für Österreich in der 29. Spielminute. Henrik Neubauer spielt in Österreich nur in der zweiten Liga bei Zell am See. Aber er ist ein gebürtiger Schwede, hat dort das Eishockeyspielen gelernt und erzielt hier sein erstes Länderspieltor für Österreich. Und die hätten noch höher in Führung gehen können. Fehler im Aufbau bei Deutschland. Dominik Zwerger versucht es nicht einfach, sondern kunstvoll. Dennoch das Team von Roger Bader nach 40 Minuten mit 2:1 vorne. Deutschland vergab viele Überzahlmöglichkeiten. Auch 1:40, 5:3. Und just in dem Moment, als Österreich wieder komplett war, schlug er zu. Viel Drang, aber eben auch viel Nico Sturm. Toll angespielt von Kamera, voller Lauf und dann perfekter Schuss oben in den Winkel. Nach dem ersten Assist im ersten Länderspiel auch gleich das erste Tor für Nico Sturm. Dessen Spiel danach aber zügig beendet war. Ganz unfaire Attacke hier von Österreichs Kapitän Manny Ganal gegen den Kopf von Nico Sturm. Er blieb zwar auf der Bank, wurde aber im Verlauf des Spiels nicht mehr eingesetzt. Für Ganal war nach einer 5-plus-Spieldauer die Partie beendet. Deutschland dann in dieser langen Überzahl mit der ein oder anderen guten Chance. Aber Bernhard Starkbaum im Tor der Österreicher ziemlich gut. Auch in der Overtime kein Sieger gefunden. Es ging in den Penalty-Shootout. Österreich traf zweimal, Deutschland keinmal und Dominik Zwerger versenkte den dritten in Folge gegen Arno Tiefensee. Damit gewinnt Österreich das Duell gegen Deutschland in Landshut mit 3:2 für Deutschland im vierten Testspiel, die dritte Niederlage. Ja, ich denke, wir haben einige Dinge sehr gut gemacht, wir haben ein paar Dinge auch nicht so gut gemacht. Gerade Special Teams, wir haben 2 Tore in Unterzahl kassiert, haben viel Überzahl gehabt, wo wir nicht genutzt haben, wie wir uns das vorgenommen haben. Das war dann am Ende der Unterschied. Ja, ich denke, dass wir das Spiel im Powerplay, im eigenen Powerplay haben liegen lassen. So ein Spiel muss dann im Powerplay entscheiden. Ich meine, dafür ist die Vorbereitung da, um sich zu finden, um so Sachen besser zu spielen. Aber ich denke, wenn man fragt, warum man heute verloren hat, dann auf jeden Fall, weil man es im eigenen Powerplay nicht entschieden hat. Ja, und was der Kapitän sagt, das ist Gesetz. 6 Überzahlspiele, darunter eine 5-Minuten-Überzahl und eine 1:40, 5:3. Doppelte Überzahl von Deutschland nicht genutzt. Österreich nutzt 2 Überzahlspiele und gewinnt das Spiel im Shootout. Nach 4 Siegen in Folge gegen Österreich mal wieder eine Niederlage. Und das Hoffen, dass es bei Nico Sturm nicht ganz so schlimm ist und er weiter bei der Nationalmannschaft mit dabei sein kann. Eins zu eins der Stand zwischen Deutschland und der Slowakei bei der U18-WM. Deutschland super im Spiel, auch mit der ersten großen Gelegenheit durch Paul Meyer, der hier noch an Samuel Urban scheitert. Überraschend gut die deutsche Mannschaft gegen die starken Slowaken in dieser Partie. Aber dann gab es doch den Nackenschlag. Erstes Powerplay, Druckphase der Slowakei. Zweimal kann die Scheibe nicht geklärt werden. Dann ist es eine super Einzelaktion von Juraj Pekacik, der sieht den freien Dalibor Dvorsky auf der anderen Seite. Toller Querpass. Und das 1:0 für die Slowakei. Deutschland fand aber die Antwort relativ bald danach im eigenen Powerplay. Das hatte bisher nicht so gut funktioniert, aber dann war es ein Arbeitstor von Norwin Panocha. Hier sehen wir ihn schon einmal, zweimal und dann ist er derjenige, der am schnellsten schaltet und Samuel Urban überwindet. Und dann, Konstantin, haben wir uns noch eine Szene herausgesucht, die das gute deutsche Spiel im Powerplay im Scheibenbesitz nochmal schön darlegt, was der Gameplan ist. Ja, wie man jetzt hier sieht,
kommt die Scheibe zum Troppmann und dann wird getauscht und dann die Scheibe tief und nicht der Pass in den Slot wie beim ersten Mal, sondern eben dann aufs lange Eck, wo der Verteidiger reinkommt und die Slowaken den gar nicht aufgreifen können, weil der so ein bisschen aus dem Spielgeschehen rauskommt. Und da sieht man einfach, dass da viel Kreativität da ist und die Deutschen ihre Chancen kreieren in Überzahl und auch dadurch zum Erfolg kommen. Samuel Urban, einmal musste er hinter sich greifen. Jetzt geht's hinaus für das zweite Drittel. Tibor Tatschal wird mit Sicherheit etwas lauter geworden sein in der Kabine, denn man kann es natürlich nur, wir können nur spekulieren, Konstantin, aber anhand der Ergebnisse, der deutschen Ergebnisse und der eigenen Ergebnisse auf slowakischer Seite liegt schon die Vermutung nahe, dass man nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet hat auf deutscher Seite. Nein, ich denke, die Slowaken sind überrascht gewesen im ersten Drittel von dem Spiel der Deutschen. Und auch anhand der Tabelle werden die einen Einlauf bekommen haben von ihrem Trainer, weil wenn du heute gewinnst, bist du sicher in den Top 4. Die Deutschen können dann morgen machen, was sie wollen oder am nächsten Spiel machen, was sie wollen. Und es steht 1-1 mit mehr Spielanteilen für die deutsche Mannschaft eigentlich. Also das wird auf jeden Fall nicht im Sinne des Trainers gewesen sein, was seine Jungs da aufs Eis gebracht haben. Leon Villerscheitz bei seinen Aufwärmübungen. Das ist der Torschütze auf slowakischer Seite, Dalibor Dvorsky. Und hier haben wir Juraj Pekacik, der noch ein paar Sekunden draußen sitzt. Deutschland also noch mit ein paar Sekunden Überzahl zum Start in den zweiten Abschnitt. Linus Brandl sehen wir hier. Dessen Forderungen auch nach dem Interview, das wir vorhin gehört haben, umgesetzt wurden. Von der Strafbank ist man besser weggeblieben und vor allem, man kreiert sehr viele gute Offensivaktionen. Ja, und die haben ja zumindest schon mal auf jeden Fall mehr als 10 Minuten Eishockey gespielt bisher. Er hat ja gesagt, man muss mehr als 10 Minuten spielen. Und das haben sie gemacht, aber es müssen auch, dass sie nicht gleich in den Konter reinlaufen. Da wird auch gleich die Devise der Slowaken klar, mehr Tempo in Richtung der deutschen Defensive zu bringen. Aber auch Deutschland sofort wieder in der Offensive. Elias Puhl. Ja, da kommt da gleich ordentlich Druck und Härte zu spüren. Boah, gefährliche Scheibe da durch den eigenen Slot gespielt von der Slowakei. Dvorsky, schöner Pass rüber auf die linke Seite. Gefährliches Ding. Da in Richtung Adam Zetso geschlagen. Da ist gleich ordentlich Musik drin zu Beginn dieses zweiten Abschnitts. Ist auf jeden Fall ein anderer Start der slowakischen Mannschaft als ins erste Drittel. Auch körperlich hat man gleich gesehen, sie wollen jetzt Präsenz zeigen, hinterm Tor direkt einen harten Check gefahren. Also es wird interessant jetzt zu sehen, wie die Deutschen darauf reagieren, dass die Slowaken ihren Spielstil ein bisschen anpassen ans Ergebnis. Strafzeit beinstellen. Ja, da können sie gleich ihre Kreativität wieder zeigen und hoffen mal, dass sie direkt einen nachlegen können, um den Slowaken auch so ein bisschen den Stecker zu ziehen aus ihrer Anfangsphase. Paul Vinzenz wurde da von den Beinen geholt von Richard Baran. Also frühes Überzahl gleich für die deutsche Mannschaft. Wieder Sumpf beim Bulli und wieder gewinnt er es. Rosecker bekommt hier die Scheibe. Troppmann verteilt sie, Sumpf, wieder Troppmann. Wieder Bewegung im Spiel der Deutschen. Sumpf macht ihn! 2-1 für die deutsche Mannschaft! Aus dem Handgelenk abgezogen, hinein zur Führung. Das Überzahl muss halt dann da sein, wenn man es braucht. Ne? Also die ersten beiden Spiele, klar gegen Kanada und gegen die Tschechen. Wäre schön gewesen, wenn sie eins machen, aber in dem Spiel heute, Special Teams können einfach einen Unterschied machen. Und diesmal sieht man, sie rotieren auf die andere Seite und er nimmt den Schuss. Ja, der Torhüter hat nichts gesehen. Der Vinzenz direkt in der Sicht. Mit zwei Mann vom Tor sogar, also. Hier die Perspektive von Julius Sumpf und der passt dann genau. Troppmann lässt liegen. Sumpf sieht natürlich genau, dass Urban wenig bis gar nicht sieht und nutzt das dann eiskalt aus. Hier sehen wir Paul Vinzenz, er parkt da direkt vor Urban. Und dann schlägt das Ding ein zur deutschen Führung, die erste in diesem Turnier.
eineinhalb Minuten im zweiten Drittel gespielt und direkt den Führungstreffer. Also da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen für die Deutschen. Super Start. Wichtig der Ausgleich noch vor der Sirene und jetzt gleich die Führung. Jetzt ist die Slowakei gleich doppelt gefordert. Aber erstmal kommt wieder Deutschland über Schreiner. Vadim Schreiner am Tor vorbei. Nachschuss. Weiterhin Deutschland in Scheibenbesitz. Die Offensive haben wir in den ersten beiden Spielen fast komplett vermisst. Aber heute zeigt die deutsche Mannschaft, was sie auch offensiv kann. Jetzt ist sie aber defensiv gefordert. Stanislav Gron legt ab. Aber der Schuss geblockt dann. Von Roman Kuckenberg kommt nicht durch. Eperesci. Ja, schöner Move, alleine vor Willerscheid. Aber der hat die Scheibe. Ja, schön ausgefakt an der blauen Linie, den deutschen Stürmer. Aber dann ist der Torhüter zur Stelle. Und dann, wenn du weißt, du hast einen Torhüter im Tor, der dir die Scheiben auch mal festhält, der nichts gibt, dann kommst du auch mit einem ganz anderen Gefühl in die eigene Zone rein. Also rundum starke Leistung von den Jungs. Leon Willerscheid gegen Kanada trotz der 8 Gegentore ein gutes Spiel gemacht. 50 Schüsse kamen auf sein Tor, also 42 hat er gehalten. Heute musste er bisher nur einmal hinter sich greifen. Der Torhüter, der Kölner Junghaie. Hier kommt die Scheibe schon wieder gefährlich auf ihn und diesmal ist er machtlos. Postwendend der Ausgleich der Slowakei. Ja, da hat er kurz die Scheibe aus den Augen verloren und dann aus dem Winkel, den natürlich oben unter das Dach zu legen, ist auch ein super Schuss. Daniel Jentschko. Sofort aus der Drehung abgezogen. Willerscheid rutscht sie aus der Fanghand und dann ist er nicht rechtzeitig in der Position. Jentschko da gedankenschneller und versteckt ihn da noch oben im Eck, bevor Willerscheid die zumachen kann. Ja, schade, hat eine Minute nur gehalten, die Führung. Jetzt gucken wir mal, wie die Deutschen darauf reagieren. Wenn sie so reagieren wie im ersten Drittel auf den Treffer, dann mache ich mir jetzt keine Sorgen. Aber man muss jetzt darauf achten, dass die Slowaken nicht das Spiel an sich reißen mit dem Ausgleich. Schneller als Nihus, Panocha. Schöner Pass vom Pool auf Bicker. Macht auch heute wieder einen guten Eindruck in dieser ersten Reihe, Elias Pool. Aber auch hier schön gelöst von der Slowakei. Dvorsky, schön abgelegt für Zetso. Und Willerscheid ist wieder gefordert. Andrej Paricka gegen Panocha, aber da kommt sofort Unterstützung in Person von Julius Sumpf und der Superpass in Richtung Marco Münzenberger. Und dann das Icing. Hat er stark unter Druck noch den Stretchpass gespielt, leider kann er den nicht verwerten. Aber das sind so die Situationen, wo man auch mal so ein bisschen aus der Struktur rausgehen muss, gerade mit dem langen Wechsel. Die Wechselbank ist jetzt an dem Drittel der Slowaken. Wenn du aufs Eis springst, hast du vielleicht die Chance, warum denn nicht mal den Stretchpass spielen? Marco Münzenberger spielt gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Noah bei den Kölner Junghain. Nächstes Icing.
vor allem wichtig für Deutschland jetzt, weiterhin offensive Präsenz zu zeigen, den Slowaken keine Millimeter mehr von diesem Spiel zu geben. Ja, auf jeden Fall. Und auch weiter eben körperlich Akzente zu setzen. Die Slowaken sind so ein bisschen körperlicher geworden, jetzt im zweiten Drittel am Anfang. Und durch das Tor dachte man, okay, vielleicht hat man so ein bisschen den Zahn gezogen, aber die kamen direkt zurück. Jetzt ist es wichtig, die Struktur beizubehalten und weiter offensiv zu spielen, sich nicht hinten reindrücken zu lassen, um eben weiter Chancen auch zu kreieren. Hans Austin jetzt diese Scheibe und dann bei Urban. Er springt da gefährlich weg und dann Kopfball. Eine Kopfscheibe vom eigenen Mann, von Tomasz Kralowicz. Wird da von Sumpf unter Druck gesetzt. Tomasz Kralowicz. Die meisten seiner Spiele eben in diesem U18-Nationalteam der Slowaken gemacht, das in der zweiten Liga mitspielt. 8 Punkte gemacht in 24 Spielen. Emre wieder den Torschützen an Jenschko, prüft Leon Willerscheid. Ich glaube, das war jetzt für ihn auch mal wichtig, dass er den festhält, weil der vorm Tor ja ihm doch aus der Fanghand rutscht. Und dass er auch wieder ein Gefühl kriegt, ne, Selbstvertrauen zurückbekommt, war wichtig, dass er den einfach festhalten kann, keinen Rebound abgibt. Trabak mit dem Abschluss. Gut Druck gemacht, auch hier von Brandl. Panocha gegen Dworski. Pika. Kevin Pika in die Mitte für Brandl. Gut gearbeitet vom Pool, Scheibe aber bei der Slowakei. Adam Zetso. Starker Zweikampf von Norvin Panocha. Das auch auffällig, vor allem im Vergleich zu den anderen beiden Spielen. Deutschland sehr präsent in den Zweikämpfen. Jetzt aber ein bisschen Platz für Dworski. Schöner Pass, aber dann bekommt Gromiak die Scheibe nicht sortiert. Wieder Dalibor Dworski. Cisar. Sumpf, die Slowaken hoch mit zwei Mann im Vorcheck. Und dadurch ergeben sich natürlich Räume. Vinzenz in der Mitte wäre Schreiner. Pass abgefangen. Strafe angezeigt, also jetzt mit 6 gegen 5 auf dem Eis. Und wieder. Super kombiniert, super Tor, Vadim Schreiner, 3:2. Gibt's doch nicht. Jede Überzahlsituation wird fast genutzt, gerade von den Deutschen. Und in die zwei Spiele davor haben sie keinen einzigen getroffen. Vadim Schreiner mit seinem ersten Turniertor zur erneuten deutschen Führung. Stark ins Lot gelegt. Da muss halt dann auch jemand stehen, der Stürmer muss das sein. Und dann eiskalt abgeschlossen. Sumpf, Troppmann, Müller und Schreiner hinein ins Glück. Schön gespielt, schnell abgezogen. Ja. Also auch Deutschland findet die mehr als nur passende Antwort. Das wird dem Geburtstagskind auf der slowakischen Bank nicht schmecken, Tibor Tatar. Und das dritte Gegentor für ihn hier. Für Samuel Urban. Wird am Tag nach dem Finale am 1. Mai 18 Jahre alt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Slowaken darauf reagieren. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie so ein bisschen Momentum kreiert haben nach ihrem Ausgleich.
Aber die Deutschen haben ja natürlich jetzt so eiskalt geantwortet, das Hut ab. Hut ab, das gilt für das ganze Spiel bisher der deutschen U18-Nationalmannschaft. Trabak. Da muss Meier Gas geben, ist auch schneller dann als Day. Glück da, František Day mit dem Querpass. Dauert einen Ticken zu lange, schön geblockt dann vom Brandl. Srabak, schöner Pass quer rüber. Noch ist die Situation heiß und dann hat Willerscheid den Fanghandschuh drauf. Keiner hätte das gedacht. Jetzt muss man halt drauf aufbauen. Going home with goal. Schröder für Dice. Wir wissen, dass wir ihn schlagen können. Was für ein Monsterblock. Egal, wer kommt. Wagner gegen Janis. Deutschland bereit. Nicht nur Eishockey weltmeisterlich, sondern auch Basketball hier bei Magenta Sport. Leon Willerscheid hat ordentlich zu tun, auch im zweiten Abschnitt, genauso wie sein Gegenüber Samuel Urban. Ein sehr ausgeglichenes Spiel mit einer, aber für meine Begriffe nicht unverdienten deutschen Führung konzentriert. Nein, auf gar keinen Fall. Die Jungs nutzen ihre Chancen, sie lassen wenig zu. Und die Drucksituationen, die sie haben, verteidigen sie gut weg, auch mit der nötigen Leidenschaft. Man sieht eben, kurz nach dem 3-2 nimmt der Stürmer unten den Block, damit er eben nicht aufs Tor geht. Und das ist so, das ist ein Zeichen an die Mannschaft, heute geht was und man muss dann das Spiel auch so spielen. Jetzt sehen wir nochmal diese letzte Chance vor dem Powerbreak. Als Juraj Pekacik über die Scheibe haut. Dann bringt er sie wieder in den Slot. Willerscheid stoppt sie sich und hat dann die Fanghand drauf. Wieder Deutschland im Vorwärtsgang. Ah, Durban alle Mühe, behält aber alles im Blick. Meier. Auch in der gegnerischen Zone immer sofort aggressiv auf der Scheibe. Dvorsky. Hat da alle Ruhe an der Scheibe. Fast schon wie ein Routinier. Kann auch diese Situation klären. Kromiak mit dem Pass rüber auf Baran. Guter Block von Sumpf. Dann auf Kosten eines Eisings. Jakub Kromiak, er hat gefehlt im einzigen Vorbereitungsspiel der Slowakei, das mit 3-8 gegen die Finnen verloren wurde. Krankheitsbedingt, mittlerweile aber wieder fit und wieder im Line-Up. Auch einer der Nordamerika-Legionäre bei der Slowakei in der Ontario Hockey League bei den Sudbury Wolves unterwegs. Jakub Kromiak. Und hier weiterhin im Rückstand mit seiner Mannschaft, auch wenn es hier das nächste Icing gibt. Ja, aber das Icing an sich gerade war, ist überhaupt nicht schlimm, weil die Jungs können jetzt nochmal durchatmen. Ich habe von einer Standardsituation zu einer Standardsituation. Gibt wieder 10, 15 Sekunden durchschnaufen, Kräfte sammeln, klaren Kopf und jetzt ist Bulli gewinnen und wieder rausspielen. Caesar. Bleibt hängen mit seinem Abschluss. Auch hier dieses Abklatschen mittendrin zwischen den deutschen Spielern. Dieser mannschaftliche Zusammenhalt ohnehin ja auch ein Punkt, den Alexander Dück angesprochen hat. Wir können nur hier etwas erreichen, wenn wir über den Zusammenhalt, über den Mannschaftsgeist kommen. Und auch das heute ein Punkt, der gut funktioniert. Auf jeden Fall. Das ist, man sieht es immer wieder, die Jungs blocken die Schüsse, eben wird auch der Block abgeklatscht. Also auch die Dinge sind wichtig, fast wichtiger wie jemand, der das Tor schießt. Sondern das ist einfach, man opfert sich auch für das Miteinander, für die Mannschaft und es wird genauso honoriert.
Jetzt Eising auf der anderen Seite. Ja, ein bisschen der Spielrhythmus gerade so ein bisschen raus, ne? Aber für die Deutschen glaube ich auch gar nicht schlimm, weil die Slowaken nicht ins Spiel zurückkommen können gerade. Es ist alles sehr, sehr statisch. Es spielt eher den Deutschen in die Hände als den Slowaken. Wohl jetzt auch vor dem slowakischen Gehäuse gewonnen von der deutschen Mannschaft. Schweiner setzt danach, gut nach. Auch Fox hilft. Also Wagner haben da alle Mühe, aus der eigenen Zone herauszukommen. Jetzt der geordnete Aufbau. Auch mit Tempo, mit viel Tempo. Pekacik alleine gegen alle. Starke Bewegung vom Abschluss. Da nehmen sich zwei Deutsche gegenseitig aus dem Spiel. Gefährlicher Abschluss. Rebound kommt nicht zustande nach diesem Torschuss von Daniel Jentschko. Deutschland jetzt unter Druck. Strabak. Nächstes Ding in Richtung Leon Willerscheid. Und der packt zu. Ja, da haben sich die zwei Deutschen leider hinterm Tor selbst über den Haufen gefahren. Und dadurch ist die Situation entstanden. Wir blicken nochmal drauf. Fischer hat da gut aufgepasst nach dem Abschluss von Jentschko. Dann kommt die Scheibe nochmal gefährlich vor das deutsche Tor. Aber alles gut gegangen aus deutscher Sicht. Schläger gut dazwischen. Brandl gegen Richon. Riskant, aber erfolgreich. Bicker, Kevin Bicker, der ist schnell. Bicker mit der Riesenchance. Kevin Bicker macht das 4:2. Was für eine starke Einzelaktion von Kevin Bicker. Das fängt hinten im eigenen Drittel an. Gut unterstützt hinterm Tor als Mittelstürmer. Und dann der Pass auf Außen und dann einfach mit Geschwindigkeit zum Tor gezogen. Nicht den Weg noch außen rum gewählt, sondern kaltschneuzig, wie ein Stürmer sein muss. Ja, stark. Come on, hat er in Richtung seiner Mannschaftskollegen gebrüllt. Tolle Aktion vom Bicker. Legt sich hier Urban zurecht. Auch wichtig für die Deutschen, nicht wieder den Ausgleich hinnehmen, zumindest noch nachlegen zu können. Was hatte man nicht alles für Befürchtungen, muss man es fast sagen, nach diesen ersten beiden Spielen. 0:8 gegen starke Kanadier. 1:7 gegen brutal starke Tschechen, die schon mit 6:0 geführt hatten nach 25 Minuten. Und dann die starken Slowaken, die bisher super aufgetreten sind in diesem Turnier. Aber auch Deutschland jetzt endgültig mit allen Qualitäten in diesem Turnier der Weltmeisterschaft in der Schweiz. 4:2 die Führung bei Halbzeit. Vor allem das Momentum, das Timing sehr wichtig. Die Slowakei war gerade dabei, ein Momentum zu entwickeln, wie du es vorhin schon gesagt hast, und die Deutschen mehr und mehr unter Druck zu setzen. Und dann ist es dieser schöne Turnover, der das 4:2 markiert. Absolut. Also stark hinten rausgespielt, vom Bulli weg auch wieder. Und jetzt sieht man ja, die Deutschen setzen sich jetzt direkt wieder fest im Drittel der Slowaken. Oh, wenn er den trifft, ne, ist auch eine Riesenchance gleich, weil er freie Schussbahn hat im Slot. Julius Sumpf haut da über die Scheibe. Damit vielleicht die Chance für Tschechien. Da ist die Chance für Tschechien. Eperjeschi. Slowakei. Leon Eperjeschi. Tschechien war vor zwei Tagen natürlich, Slowakei ist heute, das die Mannschaft, gegen die es geht. Und gegen die deutsche Mannschaft wesentlich besser aussieht. Kevin Bicker. Auch DNL-Champion mit den Jungadlern Mannheim, genauso wie Ryan-Kollege.
Linus Brandl. Ja, die Trainer sehen nervös aus langsam von den Slowaken. Wieder Bulli-Gewinn der deutschen Mannschaft. Fox. Leon Willerscheid, ein paar gute Szenen weggenommen. Hicker dann auf der anderen Seite das Tor gemacht. Ja, man muss sagen, dass der Torhüter eine extreme Ruhe ausstrahlt von den Deutschen. Und es spiegelt sich dann auf die Jungs wieder. Und er hält die Scheiben fest, gibt keine Rebounds her. Dadurch kommt eine Ruhe ins Spiel. Und die Jungs müssen nicht so viel kämpfen, um wieder in Scheibenbesitz zu kommen. Gut gelöst von den Slowaken. Jenschko. Viele Querpässe bei der Slowakei. Apul versucht sich da zur Wehr zu setzen. Gegen Eperjeschi zieht aber den Kürzeren. Antisek Day bleibt hängen. Gefährliche Situation. Gut, aber aufgeräumt vor Leon Willerscheid. Clever die Scheibe rücklings zurückgelegt in den Slot. Deutschland aber aufmerksam. Schöner Pass. Dann clever Scheibe tief gespielt, dass die Jungs wechseln gehen können. Also auch gar nicht ins Risiko, ins 1 gegen 1 gegangen. Hauser und Urban. Hier nochmal die tschechische Situation von vorhin. Gut zurückgelegt von Jenschko. Und dann helfen sie alle zusammen gegen Day. Wieder ein starker Save vom Torhüter. Aber es entsteht, weil der Außenstürmer gegen die Laufrichtung aller die Scheibe zurückspielt unter Druck, statt sie einfach nur zu chippen und dann eben notfalls sortiert in den Angriff wieder zu nehmen. Dadurch kommt eine unsortierte Situation zustande und direkt wird es gefährlich. Leon Willerscheid definitiv ein Faktor, vor allem in diesem zweiten Drittel. Münzenberger verliert die Scheibe, bekommt aber sofort Unterstützung. Vinzenz gegen Komiak. Und Edwin Troppmann. Schön direkt gespielt von der deutschen Mannschaft. Schreiner versucht, da Meier in Szene zu setzen. Sieben Minuten noch in diesem zweiten Abschnitt, der vor allem aus deutscher Sicht sehr viel Spaß macht bisher. Jetzt aber die Slowakei mit Dalibor Dvorsky, dem sollte man nicht so viel Raum geben. Immer noch Dvorsky. Maxim Strabak macht das gut. Wieder auf Dvorsky. Doppelpassversuch wieder zu Strabak. Aber Rukdeschel dazwischen.
Gewinnt aber hier das Laufduell nicht gegen Leon Eperiche. Ja, zweimal gefährlich, aber dann gut die Mitte zugemacht, den Schläger noch reinbekommen. Gut verteidigt einfach. Eine deutliche Leistungssteigerung der deutschen U18-Nationalmannschaft. Und nochmal zur Erinnerung, ein 3-Punkt-Sieg heute, also ein Sieg nach 60 Minuten, würde tatsächlich das Viertelfinale bedeuten. Jenschko haut über die Scheibe. Die Slowakei nämlich heute mit ihrem letzten Gruppenspiel. Mit einem Dreier hätte man die Mannschaft von Tibor Tatschal überholt, die bisher 2 Punkte auf dem Konto hat. Aber wie heißt es so schön, wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben. Denn die Slowakei bleibt giftig. Aber auch Deutschland über Bika, der nimmt wieder Tempo auf Kevin Bika, Urban. Im zweiten Anlauf hat er sie dann und spielt aber direkt weiter. Abseits am Oben. Peter Zisa. Pool, Elias Pool. Wieder gut defensiv gearbeitet von der deutschen Mannschaft. Diesmal gegen Kuckumberg. Wieder Roman Kuckumberg. Pass eher suboptimal auf Strabak. Strabak! Da sieht Willerscheid nichts, aber hat die Scheibe am Schoner. Gut gelöst vom deutschen Verteidiger. Unter Druck, mit der Scheibe rausgelaufen. Slowaken drücken gerade so ein bisschen. Müssen die Deutschen jetzt gucken, dass sie da diese Phase jetzt überstehen. Und nicht vielleicht noch das 4-3 hinnehmen müssen. Nächster Abschluss. Cetzo holt sich die Scheibe nochmal. Ja. Riesengelegenheit und das Tor. Das Tor von Dalibor Dvorsky. Gerade noch beschrieben, was nicht passieren sollte. Ja, es war eine starke Phase von der Slowakei. Jetzt die Deutschen haben auch viele Fehlpässe, viele Zweikämpfe hinten verloren. Und dann die Slowaken einfach wieder ins Spiel zurückgebracht. Hier auch eigentlich relativ unter Kontrolle mit 2 Mann auch da gewesen. Dann 2-1 vom Tor. Er kann sich aussuchen, ob er selber schießt oder rüberlegt. Und dann halt stark, Stockhand halb hoch. Für einen Torhüter extrem schwierig zu halten. Torreicher Mittelabschnitt, der jetzt in dieser Situation nicht noch torreicher werden sollte aus deutscher Sicht. Roman und Hildebrand. Und Kühnhauser löffelt die Scheibe raus. Deutschland gerade mehr am Reagieren. Ja, verlieren so ein bisschen die Struktur eben auch. Die waren zu dritt an einem Mann. Der Außenstürmer hätte da auch einfach hochbleiben können. Da hätte er den Puck direkt bekommen können. Und dadurch entstehen dann eben so eine gefährliche Kontersituation. Jetzt auch verliert er den Mann auf dem langen Eck. Müssen ein bisschen kühleren Kopf wieder kriegen, die Jungs. Der hat einen kühlen Kopf, Dalibor Dvorsky. Und auch feine Hände noch dazu.
Baran. Für Dworski aus spitzem Winkel. Jetzt Strafe gegen Deutschland angezeigt. Ja, vom Timing auch wieder super optimal. Strabak. Maxim Strabak dreht eine Runde. Dann kommt der Torabschluss. Viel Verkehr vor Willerscheid. Dann Fischer an der Scheibe. Haken wird es geben für diese Aktion vorhin. Gegen Rafael Jakovlev. Eine starke Phase von den Slowaken jetzt zum Drittelende. Und dann muss der deutsche Spieler die Strafe nehmen. Er kommt nicht mal hinterher. Die sind im eigenen Drittel zu sehr eingespannt gewesen. Und jetzt 2,5 Minuten vor Drittelende nochmal Unterzahl. Müssen sie schauen, dass sie das überstehen und die Führung mit in die Drittelpause nehmen. Konstantin Braun gibt die Richtung vor. Während Rafael Jakovlev, der Stürmer vom EV Landshut, in der Kühlbox sitzt. Der weiß natürlich auch, dass das Timing nicht gerade überragend ist für eine Strafe. Ja, man ärgert sich dann immer selbst darüber. Obwohl am Ende, was soll er sonst machen? Ne? Kommt nicht an die Scheibe ran, ist ein Schritt zu spät, ist ungünstig. Aber er versucht ja seinen, in der Situation soll er den einfach schießen lassen. Also der muss ja die Strafe fast nehmen. Also Powerplay für die Slowakei. Das hat schon mal geklappt heute. Dalibor Dworski, gleich der erste Abschluss jetzt in diesem Überzahlspiel. Und der Konter der deutschen Mannschaft wieder Bicker. Kevin Bicker! Und Strafe gegen die Slowakei. Der Junge hat einen Penalty sogar. Also der Kevin Bicker hat eine Geschwindigkeit. Damit kommt der slowakische Verteidiger überhaupt nicht zurecht bisher. Kevin Bicker, eindeutig jemand, der heraussticht am heutigen Tage. Topscorer in den DNL Playoffs, hier zeigt er warum. Und holt den Penalty heraus und damit die große Chance für Deutschland, wieder auf 2 Tore zu erhöhen, was den Vorsprung angeht. Bei eigener Unterzahl nochmal ein Momentum, Booster auch für die Jungs. Kapitän tritt an. Verteidiger Edwin Troppmann übernimmt die Verantwortung. Troppmann. Kurz vor Ende des zweiten Abschnitts mit der großen Chance. Edwin Troppmann gegen Urban. Troppmann vergibt. Troppmann vergibt gegen Samuel Urban. Wichtig natürlich aus slowakischer Sicht, dass Urban den pariert von Troppmann. Er bleibt da lange stehen. Der deutsche Der Schütze versucht natürlich, den Torhüter zur Bewegung zu zwingen als Erster, aber er ist so lange stehen geblieben. Irgendwann, ne, da bist du so nah dran, da musst du dann einen Abschluss finden. Das ist halt ein Katz-und-Maus-Spiel. Leider gewinnt öfter der Torhüter. Ist dir in solchen Momenten als Spieler eigentlich eine Strafzeit lieber als ein Penalty, wenn du in eigener Unterzahl gerade agierst? Ja. Bei so einer Situation. Ich meine, wenn du jemanden drin hast, der dir irgendwie von 10 Stück 9 Mal trifft und du weißt es, klar, dann nimmst du lieber den Penalty. Aber in der Situation hätten die Deutschen wahrscheinlich lieber die Strafzeit genommen, hätten das Drittel 4 gegen 4 zu Ende gespielt mit ein bisschen Überzahl hinten raus noch. Jetzt müssen sie halt wieder hinten drin mit der in Unterzahl. Dalibor Dworski wieder an der Scheibe auf Strabak. Für Dworski. Meier nimmt da gut die Schussbahn weg. Die jetzt da ist für Strabak. Gefährlich abgefälscht vom Tor. Enorm wichtige Phase in dieser Partie gerade. Nächster Abschluss geblockt. Aber Scheibe nicht raus. Doch raus. Gute Aktion und vielleicht sogar wieder die Konteraktion. Sumpf hat noch einen Mann mit. Aber super zurückgearbeitet von Dalibor Dworski gegen Paul Vincenz. Offensiv wie defensiv, ein großer Faktor im slowakischen Spiel. Dalibor Dworski. Masnica.
Wieso ja? Scheibe am Tor vorbei und geklärt von Deutschland. ...20 Sekunden noch Unterzahl für die Mannschaft von Alexander Dück. Zisa gegen Bosecker. Gut geholfen von Fox und dadurch kann die Scheibe wieder geklärt werden. Stark gemacht von Deutschland. Gut die blaue Linie gehalten, ja. Und dann kann der zweite Mann kommen. Scheibe einfach aufnehmen, runterspielen. Tempo Adam Cezzo. Deutschland wieder komplett. Willerscheid an der Scheibe. Durchatmen angesagt. Verdammt wichtig, dass diese Strafe gekillt wurde. Starkes Unterzahl von den Deutschen. Das war die einzige gefährliche Situation, wenn man so will. Das Netz hat schon gewackelt. Aber von außen. Zweifach abgefälscht. Erst vom Schlittschuh, dann nochmal vom Schläger. Also hatten sie ein bisschen Glück auch dabei. Aber das braucht man dann auch. Und wie heißt es so schön in Sportlerkreisen? Glück muss man sich auch erarbeiten und das tut die deutsche Mannschaft heute. Auf jeden Fall. Leon Willerscheid, super Mitteldrittel von ihm. So, letzten 20 noch im Mittelabschnitt jetzt. Kuhl und Picker setzen da nochmal nach. Brandl ist auch mit dabei. Und holen sich die Scheibe. Ranocha wirft sie dann nochmal in Richtung Samuel Urban und dann ist es im Kasten. 4:3, ein sehr unterhaltsames Mitteldrittel und auch ein erfolgreiches für die deutsche Mannschaft. Wir können genauso weiter bilanzieren wie in Drittel Nummer 1. Die deutsche Mannschaft macht Spaß heute. Auf jeden Fall. Die Situation, die eine Drucksituation am Ende eben, haben sie eben nicht überstehen können, aber Unterzahl, noch ein Penalty rausgeholt, ist Unterzahl überstanden, wo sie im ersten Drittel das Gegentor fangen müssen. Es gibt nochmal ein selbst. München gegen Ingolstadt. Finale Spiel 5. München mit der 3:1 Serienführung konnte zu Hause die vierte Meisterschaft perfekt machen. Aber der ERC Ingolstadt in diesen Playoffs ein mehr als ebenbürtiger Gegner. Hinein in die Partie München blau, Ingolstadt weiß und Ingolstadt mit dem Auftakt, den sich die Mannschaft versprochen, gewünscht und jetzt auch umgesetzt hatte. Die Führung durch Ty Ronning nach Vorarbeit von Daniel Pieter in der 7. Spielminute. Nicht gut abgestimmt von Münchens Hintermannschaft und Ronning netzt dann ein. Das erste Drittel intensiv, offensiv, aber auch verdammt hart von beiden Seiten geführt. Höhepunkt dieser Open-Ice-Hammer-Hit von Maxi Kastner gegen Wojtek Stachowiak.
Erst zweimal in der Geschichte der DEL Playoffs konnte in einer Best-of-Seven-Serie ein 1:3 Rückstand noch gedreht werden. Ingolstadt kämpfte, versuchte alles, machte dann aber Fehler und den nutzte München aus. 13. Spielminute, Maxi Kastner, Ausgleich 1:1. Erst das Foul von Bodi an Kastner, Arm ist oben. Dann kommt noch eins hinterher an der Bande. 3 Fouls in Folge von Matt Bodie. Damit die Ordnung in der Defensive bei Ingolstadt dahin. Und Kastner nach Vorarbeit von Ben Smith mit dem Ausgleichstreffer. Das erste Drittel hoch emotional, hoch spannend auf sportlich allerhöchstem Niveau. Don Jackson konnte heute seinen 9. Meistertitel in der DEL einfahren. Und wir gehen hinein ins zweite Drittel. Das Spiel beruhigte sich an. Die letzten Minuten, die letzten 10 brechen an. Ingolstadt forciert nochmal nach vorne. München versucht, die neutrale Zone zu halten, Pucks abzufangen und dann so zu kontern. Hier eine gute Möglichkeit von Justin Schütz. In der Folge hier deutlich zu sehen, 6 Mann auf dem Eis beim ERC Ingolstadt. Darauf folgen erst das zweite Powerplay für München über Emil Johansson. Dann kommt Andi Eder und der Schuss, der passt. 52. Spielminute, München mit diesem Tor ganz nah dran am Cup. Herausgespielt, herausgezögert, Tor galore von Andi Eder. Und damit wusste auch ein Don Jackson, eventuell ist der Bann gebrochen. Eventuell ist das Tor zur Meisterschaft. Ingolstadt in der Schlussphase versuchte nochmal alles und hatte auch die ein oder andere Möglichkeit, wie hier der Puck ganz knapp an der Torlinie vorbeischlittert. Die Schlussoffensive. Ingolstadt zog den Torhüter. München zog das Tor. Philipp Areka. 95 Sekunden vor Ende der Partie mit der Entscheidung im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Aufbau abgefangen, Vareka, 7. Playoff-Tor. Und damit konnte Don Jackson die Taktiktafel einpacken. Das Ding war durch. Matthias Niederberger am Ende mit dem Titel-Hattrick. München holt den 4. Titel, gewinnt zum ersten Mal nach 2018 wieder die deutsche Meisterschaft. Daniel Pieta, es wird wieder nichts mit dem ersten Titel im 21. Profijahr. Wir waren nah dran dieses Jahr. So nah war ich in 20 Jahren noch nicht dran, aber eins kann ich versprechen, wir kommen nächstes Jahr wieder und versuchen das Ding wieder zu holen. It is hard to accept. You know, more so for the fact that the guys really emptied the tank for this organization and for the coaching staff.
So, you know, I thank those guys from the bottom of my heart. You don't get that all the time in this profession, but in every sense of the words, I think we represented what a team means. Der ERC Ingolstadt spielt eine starke Serie, starke Playoffs am Ende, aber der ERC Red Bull München, Patrick Hager, der Kapitän, mit dem Pokal in die Höhe. Am Ende heißt es, 4 gewinnt. München, Mission accomplished. Unglaublich, also speziell mit der Gruppe, die wir haben. Wir haben die letzten Jahre einige Rückschläge auch gehabt, wir haben Finals zusammen verloren. Und ja, es ist unglaublich schön zu sehen, dass wir uns endlich belohnt haben. Ja. I tell you what. It's kind of all the same. It's just as emotional as any of them, and you know, including you know all the years that we've gone through and didn't win. Again, emotional, but as any championship that I've been in, it's incredible. 9. Titel für den erfolgreichsten Trainer in der DEL-Geschichte. Eine Serie, ein Spiel zwischen Triumph und Tränen der EHC Red Bull München. Deutscher Meister 2023. Also die Freude ist auf jeden Fall da, das freut mich. Also es ist wirklich dir auch anzumerken. Kann man das austauschen gegen eine Flasche Bier? Eins, zwei, drei, super. Treppe noch dazu, ganz wichtig. Ja, wir achten immer aufs Detail. 32, heb auf, schau. Wo heißt es? 32, heb auf. Corby, wir sind wieder in der Kühlbox, das versteckte Talent. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen die ganzen Dinger mal durch und du zeigst uns, was wirklich in dir schlummert. Also die Freude ist auf jeden Fall da, das freut mich. Also es ist wirklich dir auch anzumerken. Und mit was beginnen wir denn? Können wir das austauschen gegen eine Flasche Bier? Nein, wir haben leider nur das Wasser da. Ich weiß nicht, was du machen kannst mit der Wasserflasche. Vielleicht können die sie auf X austrinken. Das wäre vielleicht, ist eh gut für einen Sportler, für einen Athleten. Ich habe viel geschwitzt auch. Flüssigkeit viel rum, ja. Zu dir nehmen. Was wären denn die anderen Möglichkeiten? Muss man die ganze Zeit auf der Heimfahrt stehen bleiben, weil ich die ganze Zeit zum Bieseln muss. Zisch es einfach mal weg und dann schauen wir weiter. Ah, da ist aber nichts drin, oder? Natürlich, ist original verpackt. Ja, weiß ich ja nicht, was du da für Sparifak oder kein Salz rein. Boah, du ziehst aber richtig an, du Leck um hier. Ach, das Blubbern. Als Bayer muss man das schon können. Hey. 19,5 Sekunden. Stark. Das ist ein super Talent. Sagen Sie am Volksfest auch immer. Guter Start. Sollen wir mit der Karte hier? Manche zeichnen mir was. Soll ich dir mal behilflich sein und vielleicht einen wunderschönen Adler hinter dir mal drauf projizieren? Schau dir mal den Adler an, was wir haben für dich. Einmal. Ja. Oder? Ich kann einen Bulldog malen. Male ich in letzter Zeit öfter. Ja, dann mal einen Bulldog. Warum machst du einen Bulldog? Also ja, weil ich habe einen kleinen Bruder. Aha. Und der sagt immer zu mir, ich soll Bulldog malen. Treppe noch dazu, ganz wichtig. Ja, wir achten immer aufs Detail. Ach, gut. Nicht schlecht, oder? Passt. Du, ich habe im Sommer auch für einen guten Zweck gemalt. Für 500 Euro wurde das Bild ersteigert. Hör auf. Mhm. Ein Bulldog? Nee. Also. Das war tatsächlich für einen guten Zweck. Also. Da habe ich keinen Bulldog machen müssen. Da habe ich was Schönes gemacht. Du bist sehr talentiert, merke ich schon. Ja, total. Vielleicht musikalisch? Was soll ich denn spielen? Wonderwall oder was? Das wäre cool. Nee, aber das kann ich ja nicht. Ein Prosit. Ja, du singst. Tja, du kommst jetzt immer raus. Ein Prosit, ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ein Prosit, ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ja. Sehr schön. Eins, zwei, drei, super. Haben wir gerade schon gehabt. Was steht das? Einfach das nur ist, als Werbung. Es gibt einige Spieler, die konnten mit dem Popschutz verschiedene Dinge machen. Die Kollegen würde ich auch gerne kennenlernen. Karten, ich kann, kennen Sie, der 32 hebe auf. Es gibt das typisch bayerische Kartenspiel. Tatsächlich. 32 heb auf, schau. Wo heißt es? 32 heb auf. Geil.
So. Corby, vielen lieben Dank, hat mich sehr gefreut. Schön, dass du da warst. Ciao von auch. Zu 3 führt die deutsche U18-Nationalmannschaft im Spiel gegen die Slowakei früh im Powerplay. Dieser Schuss von der blauen Linie, Julius Sumpf zum 2:1, zur ersten Führung der deutschen Mannschaft bei diesem Turnier. Und das gab der Mannschaft sichtlich Schwung. Hier nochmal die Situation. Sumpf schaut, sieht, dass Paul Vincent Samuel Urban die Sicht nimmt. Und dann hinein ins Glück. Die Slowaken hatten aber sofort die passende Antwort. Parat. Willerscheid rutscht die Scheibe durch den Fanghandschuh und dann ist es Daniel Jentschko, der am schnellsten schaltet und die Scheibe dann nach oben versteckt. Willerscheid hier der Fehler und dann nutzt das Daniel Jentschko eiskalt. Deutschland blieb aber präsent in diesem Spiel und hat dann auch das goldene Händchen. Mehrere sogar. Vadim Schreiner ist es dann schlussendlich, der die Bude macht. Super gespielt vom deutschen Team. Hineingelegt und Schreiner mit der erneuten Führung und dem nicht genug. Augen auf die Nummer 14, auf Kevin Picker. Hier startet er, bekommt den Pass und dann hängt er sie alle ab. Was für ein riesen Move von Kevin Picker zum 4:2. Deutschland offensiv präsent wie noch nie in diesem Turnier und auch erfolgreich. Ein ganz wichtiges Tor zum zwischenzeitlichen 4:2. Picker nimmt Fahrt auf und lässt dann auch Urban keine Chance in dieser Situation. Aber die Slowakei, sie blieb dann am Drücker und dann ist es eine Situation, wo Deutschland die Scheibe hier nicht klären kann. Cecho setzt super Dalibor Dvorsky in Szene und der kann Leon Willerscheid dann fragen, wo willst du sie hinhaben? Ein Mann von seiner Klasse lässt sich diese Situation dann nicht nehmen. Meier gemeinsam mit Fox kriegen das Ding nicht geklärt. Zetsu sieht den Assistenzkapitän seiner Mannschaft im Slot und der macht das 3:4. Deutschland hatte aber nochmal die Chance, direkt den 2-Tore-Vorsprung wiederherzustellen. Es gab Penalty nach dieser Situation gegen Kevin Picker. Edwin Troppmann trat an, konnte aber dann Samuel Urban nicht überwinden. Und somit blieb es beim 4:3 aus deutscher Sicht, das aber auch eine mehr als nur positive Nachricht ist. Erstens das Ergebnis und zweitens konnte sie das Spiel der deutschen Mannschaft. Ja, die Jungs hauen alles rein. Sie wissen, worum es geht. Sie wissen genau, wenn sie heute 3 Punkte holen, sind sie im Viertelfinale. Und das sieht man auch, wie sie sich präsentieren. Sie blocken viele Schüsse, sie kämpfen hart ums eigene Tor, ums gegnerische Tor rum. Also eine starke Leistung bisher. Julius Sumpf hat das zwischenzeitlich jetzt 2:1 erzielt mit diesem Blue-Liner, wie gerade eben gesehen. Und auch wenn man in die Gesichter des Teams blickt, die wissen, um was es geht. Und die haben, das ist dieses Feuer in den Augen, das man genau für so ein letztes Drittel braucht. Auf jeden Fall. Die Jungs sind heiß. Die Jungs wollen das Spiel gewinnen natürlich. Und sie wollen auch zeigen, dass sie zu Recht in der A-Gruppe sind, zu Recht da sind, wo sie sind, zu Recht gegen die Slowakei führen und am Ende dann ein Viertelfinale erreichen. Und ganz klar nicht absteigen dadurch. Noch sind aber 20 Minuten Eishockey zu spielen. Leon Willerscheid, wir haben die Tore gezeigt. Da war ein kleiner Fehler von ihm dabei, ansonsten aber eine absolute Top-Performance bisher. Ja, und man muss man auch erwähnen, er hat sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ne? Der Fehler ist passiert, aber direkt im nächsten Wechsel hat er dann den Rebound eben nicht abgegeben, hat wieder die Scheibe festgehalten und auch den Jungs symbolisiert. Ey, klar, mir ist mal einer verrutscht, aber ich bin im Spiel und das erwarte ich von euch auch weiterhin. Und jetzt ist auch gleich die Scheibe wieder im Spiel, noch Nachhilfeunterricht für Pool und Masnitsa. Und dann hinein in dieses letzte Drittel. Deutschland wieder von links nach rechts. 4:3 die Führung für die Mannschaft von Alexander Dück. Und Elias Pool wieder mutig vorne beim Vorcheck. Und gleich wieder der Scheibengewinn. Nihus nach vorne. Pool bringt die Kelle aber nicht ran. Aber wichtig, auch dieser Schläger hier gesetzt von Panocha. Sonst wäre es da gleich gefährlich in die andere Richtung gegangen. Was es jetzt auch tut, Masnitsa. Deutschland aber rechtzeitig auf dem Posten und wieder gut mit dem Schläger gearbeitet. Ja, muss man auch heute sagen. Also die Schlägerarbeit der Deutschen ist hervorragend heute. Ja, der Pass von Picker misslingt. Er hätte aber nochmal die Schusschance, trifft die Scheibe nicht. Aber wieder gut gearbeitet und dann kommt er doch noch zum Abschluss. Kevin Picker.
gute erste Minute, knapp erste Minute von den Deutschen. Man merkt, die Jungs sind mit breiter Brust aus der Kabine rausgekommen, haben schon was vorgenommen. Und das ist auch das ist der Weg, wie das machen muss. Man kann sich nicht dann darauf verlassen, 20 Minuten lang das Spiel über die Runden zu bringen. Man muss weiter aktiv sein, weiter angreifen. Jetzt mit einer Überzahl direkt am Anfang vom Spiel und letztes Drittel auch gut funktioniert. Hoffen wir mal, dass sie direkt wieder einklinken. Das ist einer der absoluten Erfolgsfaktoren am heutigen Tage, das deutsche Überzahlspiel. Sei es bei 5 gegen 4 oder 6 gegen 5 bei angezeigter Strafe, was ja auch schon funktioniert hat. Edwin Troppmann hat da trotz Gitter einen abbekommen. Ja, der Schiedsrichter hat nochmal geguckt, ob er blutet, ob Verletzungsfolge ist, dann wären es 2+2 gewesen automatisch. Aber ohne Blut ausgekommen. Aber der hohe Stock ist ja ganz klar. Juraj Pekarčík sitzt draußen und man hat auch in seiner Körpersprache gesehen, Kopf nach unten, was hier die Slowakei ja durchmachen muss, so möchte ich es mal sagen, gegen diese starke deutsche Mannschaft heute. Jetzt beginnt die andere Formation des Überzahl der Deutschen, aber auch direkt gut reingekommen. Das ist auch die Absicherung durch Luan Nyhus. Brandl, nochmal die Schusschance, geblockt. Vadim Schreiner, der war schon in Überzahl erfolgreich. Aufstellung steht gut bei den Deutschen. Nächste Scheibe in den Slot. Slowaken können sich nicht befreien. Nyhus, Brandl. Auch wieder diese Geduld, die du gefordert hast, Konsti, zu sehen im Powerplay. Absolut, die Jungs spielen es gut, warten auf ihre Chance. Man muss nicht immer direkt in den ersten Minuten was treffen. Am Ende, wenn du eine Sekunde vor Ablauf der Strafe triffst, immer noch ein Überzahltor. Deswegen, man muss sich den Gegner zurechtlegen. Ist leider der Scheibenverlust. Aber der Slowake ist ganz alleine, der kann die Scheibe nur tief spielen. Jetzt können die Deutschen wechseln. Und die Top-Formation kommt aufs Eis in Überzahl. Julius Sumpf mit Vinzenz.15 Sekunden noch die Überzahl der deutschen Mannschaft. Wieder Sumpf. Schwieriger Pass für Bosecker. Die Slowaken haben jetzt ihre Hausaufgaben gemacht, haben direkt Druck ausgeübt auf den Switch oben an der blauen Linie. Und dann ist es in dem Moment quasi eine 4 gegen 4 Situation, weil der deutsche Spieler mit dem Rücken zum Spielgeschehen ist. Pekarčík, der Übeltäter von vorhin. Borski. Im Zusammenspiel mit Baran. Dalibor Dvorsky sucht die Anspielstation in der Mitte, deutscher Schläger dazwischen. Stark, sich selbst vorgelegt. Hat gesehen, er hat keinen Platz und legt ihn sich so in die Ecke, dass er das Icing auslaufen kann. Eine von vielen Kleinigkeiten, die heute gut laufen bei Team Deutschland. Auf jeden Fall. Und es wird oft unterschätzt, was die Kleinigkeiten ausmachen. Ja. Ich wollte gerade schon sagen, es könnte eine Strafe sein. Klar, Behinderung. Tschechien kriegt den Konter nicht zu Ende, aber dafür jetzt eine Überzahl. Niklas Fox wandert in die Kühlbox. Für diese Aktion gegen Adam Zetso. Hier die beste Chance im deutschen Powerplay. Samuel Urban zur Stelle im slowakischen Gehäuse. Ja, leider darf man beim Bulli nicht mit dem Fuß spielen. Das ist das zweite Mal jetzt schon, dass beim Deutschen das zurückgepfiffen wird. Schade. Bulli geht an die Slowakei. Stravak. Jenschko. Jenschko wieder.
geblockt. Scheibe geht gut raus und Picker geht hinterher. Und da wichtige Sekunden von der Uhr, Kevin Picker. Srabak. Franzisek Day, hier kommt gleich Druck. Das muss ich sagen, das machen die Jungs gut. Die immer mit einem, zwei, dann kommt der dritte Mann noch mit dazu. Also drei Mann Druck in Unterzahl beim Entry, also beim Hereinkommen der Slowaken. Lassen denen da keine Zeit und dann Scheibe runter. Und das frustriert auch, ne? Die Slowaken, dass sie nicht in die Formation kommen, dass immer ein Schläger dazwischen ist. Hier sieht man es wieder gut, direkt mit zwei Mann da. Glück für Caesar, dass er da die Scheibe nicht verloren hat. Jetzt aber die Slowaken in der Aufstellung und in Abschlussposition. Dvorsky. Trabak. Zieht selbst ab, bleibt an Vincent hängen. Die Gestochere und Gewusel an der Bande. Scheibe bleibt in der deutschen Zone. Passt nicht optimal für Dvorsky. Strabak mit dem Schuss. Viel Verkehr wieder vor Villerscheid. 10 Sekunden noch zu überstehen für die deutsche Mannschaft. Wieder Maxim Strabak. Für Dvorsky. Bleibt wieder hängen. Nächster geblockter Schuss. Diesmal Norwen Panocha und Deutschland wieder komplett. Ja, Panocha und Vinzenz haben in dem Unterzahl beide zwei richtig harte Schüsse geblockt. Also die Jungs setzen da auch ihren Körper aufs Spiel, um eben dieses Spiel und das Ergebnis zu halten. Bischoja. Ein Torabschluss von Samuel Bacik. Gut gearbeitet von Fox. Immer noch an der Scheibe, schön gemacht von Niklas Fox. Rukdeschel, Schreiner. Müller, noch gut gelöst. Wieder Schreiner. Scheibe in Richtung Tor geworfen. Geht aber dann dran vorbei. Bacik bringt die Scheibe erstmal raus. Wieder gut nachgearbeitet, aber die Slowakei kommt raus. Und es ist wieder der Youngster Elias Pool mit dieser tollen Aktion. Vor allem die Unterstützung füreinander, sehr, sehr auffällig, auch in diesem letzten Drittel nochmal speziell. Ja. Auch jetzt die richtige Entscheidung getroffen. Da sieht er es alleine, die Scheibe muss tief. Und dann sind gleich wieder zwei Deutsche da, die die Slowaken unter Druck setzen, um eben die nicht wieder in den Spielfluss kommen zu lassen. Da auch Vinzenz gut zurückgearbeitet, die Scheibe gleich gewonnen. Und dann kann man eben einen eigenen Aufbau starten. Oh, der Pass ist aber sehr riskant gewesen jetzt. Geht aber gut, weil eben sofort wieder die Unterstützung da ist, in dem Fall von Marco Münzenberger. Pekacik. Hier auch wieder gut zu sehen. Der dritte Mann ist mit da. Der erste wird zwar überlaufen, aber dann rutscht er aus der Mitte raus auf den Außen. Und der überlaufen wird, holt die Scheibe. Also das ist im Kollektiv sehr stark verteidigt. Rukdeschel. Nihus. Nur Nihus. Gut die blaue Linie gehalten. Dann zu verspielt. Panocha verliert die Scheibe. Aber kriegt wieder Unterstützung. Auch ganz gefährliches Ding da von Norwen Panocha.
Ja, da wollte er zu viel. Also er hat den Zweikampf an der blauen Linie super geführt. Und statt dann den Verteidigerpartner anzuspielen, wollte er dann eben den Pfosten vorlegen. Aber zum Glück für uns ist nichts passiert. Aber dennoch fast durch Stanislav Gron der Ausgleich. Was für ein Riesending gerade für die Slowakei. Aber auch da ist mal ein Fehlpass dabei hier von Milan Pischoja. Kommt da Nervosität dazu bei der deutschen Mannschaft? Ja, ich denke schon, dass die Jungs ein bisschen nervös sind auch. Aber auch natürlich der Druck des Gegners. Die Slowaken, die müssen jetzt kommen. Die setzen alles daran, das Tor zu erzielen. Das darf man auch nicht unterschätzen. Cool. Gegen Pischoja. Es sind 10 Minuten gespielt. Wir hatten vielleicht 3 Unterbrechungen in dem Drittel. Es ist ein extrem schnelles Drittel. Und die Unterbrechung, die tut jetzt mal gut den Deutschen. Die können mal durchatmen. Bulli im Angriffsdrittel sich sammeln. Hier nochmal der Blick auf diese Situation von vorhin. Super safe von Wilderscheid. Wow, Leon Wilderscheid. Verhindert hier mit dem rechten Schoner den Ausgleich. Über alle Mannschaftsteile ein gutes Spiel der deutschen Mannschaft. Wilderscheid hält, was zu halten ist. Defensiv ist die Unterstützung da und offensiv wird hier dieser Schuss geblockt. Aber weiterhin gut nachgearbeitet. Scheibe wieder durch den Slot. Meier. Edwin Tropma. Schöne Aktion vom Kapitän. Bringt die Scheibe dann noch gefährlich in Richtung Tor. Fox. Schön gemacht von Niklas Fox. Legt ab für Luke Deschel. Deutschland bleibt mutig. Auch das wahrscheinlich ein wichtiger Faktor in dieser Situation. Auf jeden Fall. Man muss immer weiter nach vorne spielen. Also sich darauf verlassen, dass man hinten so gut verteidigt, dass man 20 Minuten lang gegen eine andere Top-Nation nichts zulässt, das funktioniert nicht. Man muss immer weiter nach vorne spielen und weiter selbst Akzente setzen. Auch das gut von Norvin Panocha an dem Tempo aus der Situation. Beruhigt das Spiel, anstatt einen Scheibenverlust zu riskieren. Wieder Elias Pool. Der geht viele Meter. Brandl. Dworski. Jetzt auch die Slowakei mit gutem Tempo. Und was für eine Riesenaktion. Immer noch nicht geklärt. Und dann fällt der Ausgleich. Dann fällt der Ausgleich. Man muss auch sagen, dass Slowakei auch das nötige Scheibenglück dann über das ganze Spiel hat. Der eine fällt aus der Fanghand, der eben auch eine Situation, wo eigentlich gar nichts gefährlich ist. Hier nochmal der Blick drauf. Erst hier der Wraparound schon fast im Tor. Und dann der Rebound natürlich von Dalibor Dvorsky. Zetso mit dem Schuss hier. Dann die Riesengelegenheit für Kromiak. Und Dvorsky behält dann die Übersicht. Hattrick für ihn, Dalibor Dvorsky. Vom Pfosten an den Hintern vom Torhüter. Das ist dann halt auch schade. Was für ein Pech für die deutsche Mannschaft. Etwas mehr als 8 Minuten noch zu spielen. Rosecker. Sumpf, gut gemacht. Vinzenz. Nochmal die Gelegenheit. Dann für Sumpf. Demnächst bei Magenta Sport.
Das und viel mehr demnächst bei Magenta Sport. Nicht nur die U18 bekommt es mit der Slowakei zu tun, auch die A-Nationalmannschaft auf der Road zu Tampere zur Weltmeisterschaft. Leon Willerscheitz macht ein Riesenspiel und hat dann ganz, ganz viel Pech. In dieser Situation hier ist er noch da. Und dann der Schuss von Dworski vorm Pfosten. Und dann vom Rücken von Leon Willerscheitz ins Tor zum 4:4. Wie reagiert Deutschland? Wie reagieren Ruckdeschel-Meyer und Co. auf diesen Ausgleich? Bisher auch das dritte Drittel. Vor allem, was das Mannschaftsgefüge angeht, die Unterstützung füreinander, sehr stark. Ja, offensiv wie defensiv. Gut gespielt, auch gute Chancen rausgespielt. Leider nicht getroffen. Und dann kriegst du im Gegenzug in der eigenen Druckphase dann den Ausgleich. Aber so wie die deutsche Mannschaft heute aufgetreten ist, denke ich, dass sie sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen und weiter ihr Spiel durchziehen. Ruckdisch. Dalibor Dvorsky. Der Mann, der auf slowakischer Seite den Unterschied macht. Der hier war ein bisschen Glück gehabt. Und Willerscheid geht auf Nummer sicher. Es ist noch knapp 7 Minuten. Wir haben mal so ein bisschen gerechnet. 2 Punkte, Sieg, also Sieg in Overtime oder Shootout. Plus 1 Punkt gegen Schweden würden den Deutschen auch noch zum Viertelfinale reichen. 1 Punkt und Sieg gegen Schweden würde reichen. Natürlich wäre die Nummer einfach sicherer, wenn sie noch ein Tor machen. Und darauf vertrauen wir jetzt, dass die Deutschen noch den nächsten Gang noch mal finden und das wieder an sich reißen können, das Spiel. Denn was ja auch dazu kommt, ein Punktgewinn gegen Schweden. Das ist natürlich auch eine Herkulesaufgabe gegen dieses starke Team, gegen den Titelverteidiger. Aber noch heißt die aktuelle Aufgabe Slowakei und noch ist auch der direkte Gang in die K.O.-Runde möglich. Vinzenz. Gut gemacht von Jenschko. Cisa. Wieder Jenschko. Nochmal zurückgelegt. Blick auf die slowakische Trainerbank. Ein Name, der heraussticht, Konstantin. Ja, Josef Stümpel. 957 Spiele NHL, 196 Tore, 481 Assists. Das ist eine Riesenkarriere gewesen, hat nur für 3 Mannschaften gespielt. Und wenn du so jemanden hinten an der Bande hast, es gibt natürlich auch nochmal so einen kleinen Schub für die Jungs, wenn du weißt, da steht eine Legende mit an der Bande. Das ist schon was Besonderes. Ja, als Co-Trainer mit dabei, hier der Head Coach Tibor Tatar. Ist das spannend in dieser Partie. Wer hätte das gedacht, dass die deutsche Mannschaft wirklich so nah dran ist, doch noch die K.O.-Runde zu erreichen. Aber dafür braucht es ein Tor in regulärer Spielzeit. Ja, und keins mehr kassieren. Die Slowaken, man merkt, dass sie jetzt wieder mehr an sich glauben mit dem Ausgleich auch und besser im Spiel sind als die ersten beiden Drittel. Das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Sollte es hier ohne Punkte zu Ende gehen für Team Deutschland, dann wäre die Relegation bereits in trockenen Tüchern. Dalibor Dvorsky, definitiv der Mann des Spiels bei den Slowaken. Da sieht man auch die Erleichterung bei diesem Jubel von Dalibor Dvorsky, bei diesem 4:4.
Ja, der hat im zweiten Drittel schon angedeutet, was er für eine Klasse hat. Und jetzt mit dem dritten Tor eine klasse Leistung von ihm. Und den müssen sie jetzt gucken, dass sie den ausschalten. Noch etwas mehr als 5,5 Minuten in der Raiffeisen Arena in Ajoa. Deutschland braucht ein Tor. Ja, das sind auch so kleine Niedlichkeiten nach dem Abpfiff, wo sie nochmal ein Zeichen setzen wollen. Fährt den Check zu Ende, obwohl er genau weiß, Scheibe ist aus dem Spiel. Einfach um nochmal zu zeigen, hey, wir sind da, wir wollen weiter das Spiel gewinnen und wir überlassen euch hier nichts Feld. Wandel beim Bulli gegen Dworski. Pekacik. Eperesi kann die Scheibe nicht stoppen. Pool setzt sich gut zur Wehr. Elias Pool bringt die Scheibe in die Mitte. Picker mit der Riesenchance. Nochmal die Scheibe durch den Slot. Was für eine Aktion. Weiter geht's. Brandl in die Mitte. Picker kommt nicht an die Scheibe. Nihus. Ja, stark von Elias Pool, wie er sich da durchsetzt und dann den Pass noch anbringt an Picker. Dalibor Dvorsky mit der Riesenschusschance. Und da hat es, das war am Bildrand nur zu erahnen, Juraj Pekacik erwischt. Er ist auch direkt liegen geblieben. Hoffen wir, dass dem Jungen nichts Schlimmeres passiert ist. Steht zumindest schon wieder Juraj Pekacik. Hier die Situation. Oh, harter Check. Lässt ihn da auflaufen. Ja, ich beraten jetzt auch die Schiedsrichter. Ich würde auch sagen, der war sehr spät, der Check. Der Puck war schon lange weg. Auch der Blick des Slowaken geht in die komplett andere Richtung. Blindside könnte man fast sagen. Also ich hoffe, dass jetzt die Deutschen nicht in eine große Strafe reinrennen und sich kurz vor Schluss, 4 Minuten 50 vor Schluss, sich noch die Chance nehmen, selbst was zu kreieren, wenn sie jetzt 5 Minuten Unterzahl spielen müssen. Das wäre natürlich der Worst Case. Es wird sich angeschaut. Nolan Breuer und Rika Brander. Riku Brander, die beiden Unparteiischen. Die Hauptschiedsrichter des heutigen Tages. Also hier sieht man es nochmal. Also wenn die gleichen Bilder haben wie wir, wovon ich ausgehe, dann denke ich, dass es eine große Strafe geben wird. Check gegen Kopf- und Nackenbereich. Scheibe war zu lange weg. Ja, es wäre natürlich jetzt das Ungünstige, was dem deutschen Team passieren kann. Nochmal 5 Minuten Unterzahl. Das wäre im dritten Spiel die dritte Spieldauerstrafe. Sollten es 5 plus 20 werden. Ja, und selbst wenn das Tor fällt, wird die Strafe nicht von der Uhr genommen. Sondern die spielen weiter Überzahl. Also das Drittel wird auf jeden Fall in Überzahl beendet, wenn es eine 5 Minuten Strafe ist. Hier nochmal aus der Hintertorperspektive. Die Scheibe ist ewig lange weg. Ja, und der deutsche Spieler darf den Check da nicht zu Ende fahren. In der Situation, die Jungs wollen hart spielen, das verstehe ich auch. Aber auch der Blick des Slowaken ist komplett in die andere Richtung. Lua Nihus, der Mann, der schon gegen Kanada die 5 plus 20 bekommen hat. Referees schauen sich das lange und ausgiebig an. Wissen natürlich auch, dass das ja eine ganz entscheidende Entscheidung werden wird. Ja,
Ja, das einzige Glück, das die Deutschen vielleicht haben, ist, man sieht nicht wirklich, wie der Kopf, sag ich mal, getroffen wird. Er trifft ihn relativ auf der Schulter von den Perspektiven, die wir auch haben. Vielleicht hat er Glück und er kriegt bloß eine 2-Minuten-Strafe. Obwohl mit Verletzungsfolge der Spieler ist liegen geblieben. Man weiß nicht, was jetzt da entschieden wird. Ich hoffe einfach, dass sie nicht Check gegen Kopf pfeifen. Eine knifflige Situation auf jeden Fall, was das Strafmaß angeht. Beraten sich auch lange. Die Schiedsrichter wissen ja auch, wenn sie jetzt eine 5-Minuten-Strafe geben, das ist natürlich auch in der Situation des Spiels, kann das Spiel entscheidend sein. Jetzt scheint die Entscheidung auf jeden Fall gefallen zu sein. Dass Luan Nijhuis gehen wird, da sind wir uns schon mal einig. Die Frage ist nur, ob er da sitzen bleiben darf oder ob er Richtung Kabine geschickt wird. Ja, wie befürchtet, leider kriegt er die Spieldauer. Luan Nijhuis. Spieldauerstrafe. Gegen ihn. Und damit wird Deutschland auf jeden Fall die reguläre Spielzeit zu viert beenden. In der Situation hat man es doch gesehen, weil er trifft den Kopf dann doch. Bitter auf der einen, aber auch etwas undiszipliniert auf der anderen Seite, das ist auch zu sagen. Ja, ich würde eher sagen, so übermotiviert ein bisschen. Er wollte dann den Check zu Ende fahren, kurz vor Schluss nochmal ein Zeichen setzen, Körperpräsenz zeigen, aber ist dann leider einfach in die Hose gegangen. Jetzt spielst du 4 Minuten 50 vor Ende des Spiels, 5 Minuten Unterzahl. Würdest rein theoretisch auch die Unterzahl mit in die Overtime nehmen. Und wie gesagt, die Strafe wird nicht aus der Uhr genommen. Schwere Hypothek also für Deutschland. Die Slowakei in Überzahl. Srabak. Dass sie ihr Powerplay gut ausspielen können, das haben sie gezeigt. Erste Scheibe kommt geflogen in Richtung Wilderscheid. Troppmann. Versucht den Pass auf Bicker. Ja, die Deutschen wissen ja auch, die müssen jetzt in Unterzahl ein Tor schießen. Ne, weil 5 gegen 5 gibt es jetzt in dem Drittel nicht mehr. Und sich auf einen Pokémon gegen Schweden zu verlassen, das ist eine schwere Aufgabe. Vincent, Nachschuss von Sumpf. Was für eine Aktion. Er hätte zum Held werden können gerade. Die Slowaken. Übersetzung. Die Scheuer. Der Abschluss kommt. Der Rebound ist auch bei den Slowaken. Aber Wilderscheid. Deutschen müssen jetzt aufpassen, auch dass sie nicht zu offensiv werden, weil es sind ja nun mal 4 Mann nur auf dem Eis. Wenn du mit 2 Mann vorne, nach vorne fliegst, dann ist es eine 5 gegen 2, 4 gegen 2 Situation. Also man muss trotzdem auch weiterhin auf die Defensive bedacht sein, weil es bringt einem nichts, wenn man ein Tor schießen will, aber am Ende dann das Ding hinten reinkriegt. Ganz verzwickte Situation. Andererseits braucht man das Tor, andererseits darf man eben auch keines kassieren, denn sonst ist alles schon vorbei, was das Viertelfinale angeht. Pishoja. Pass quer durch den Slot, nicht optimal auf Jenschko, deswegen kann der nicht direkt abziehen. Pishoja. Rüber zu Pekacik. Der versucht es direkt, Scheibe geht raus vorerst. 2,5 noch. Enajoa. Schön durchgespielt von der Slowakei. Wilderscheid. Ist nicht mehr an der Scheibe. Die Slowakei macht das 5:4. Und wer sonst als Dvorsky? Erster Riesensave von Wilderscheid und dann die Zuordnung verloren, der Rebound dargelegen. Und dann muss halt dann ein Torjäger stehen. Zweimal an der Bande durchgefallen. Das war wieder eine Überzahlsituation, direkt vorm Tor auch.
Den ersten hält Willerscheid noch richtig stark. Aber dann der Rebound, Dalibor Dvorsky. Er sorgt Stand jetzt für den Viertelfinaleinzug der Slowakei. Und Deutschland bleibt in Unterzahl. Wegen dieser großen Strafe gegen Nihus. Ja. Bitter! Aus deutscher Sicht. Verdammt bitter. So ein gutes Spiel gemacht und dann bringt man sich hinten raus durch eine Undiszipliniertheit um den verdienten Lohn am Ende. Klar, jetzt auch 4-4 Overtime, aber da hat man die Chance, noch 2 Punkte mitzunehmen. Nächste Chance der Slowakei. Dalibor Dvorsky. Unbestritten Mann des Spiels. 4 Tore gemacht. Unter anderem das vermeintliche Game-Winning-Goal erzielt. Deutschland augenscheinlich mit der Auszeit. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie versuchen, einen Set-Play am Bulli zu machen, defensive Zone, und dann den Torwart ziehen, um wenigstens eine 5-gegen-5-Situation zu kreieren, weil ob du jetzt am Ende dann 5-4 oder 6-4 verlierst, ist am Ende egal. Aber so gibst du dir die Chance, gleich mit gleicher Anzahl von Spielern doch nochmal offensiv was zu kreieren. Hier kurz bevor Dvorsky den Viererpack schnürt, diese Doppelchance in Unterzahl von Vinzenz und Sumpf. Ja, wenn Vinzenz den ein bisschen höher kriegt, der ist, hat ihn schon auf dem falschen Fuß, den Torhüter, kriegt aber dann die Scheibe nicht hoch genug mit der Rückhand. Jetzt mal schauen, was die Deutschen machen. Gut, schon mal das Bulli gewonnen. Der lange Passversuch. Das ist natürlich auch ein Mittel, weil es da kein Icing gibt, weil Deutschland in Unterzahl agiert. Genau, einen schnellen Picker wollten sie schicken, um dann eben in der slowakischen Zone die Scheibe zu haben, dass dann der Torhüter vom Eis runter kann. Ja, Willerscheid schon auf halber Position. Wir sehen auch die Geste von Alexander Dück. Leon Willerscheid verlässt das Eis. 5-gegen-5, leeres Tor Deutschland. Es ist natürlich ganz wichtig, das Bulli zu gewinnen. Jetzt oder nie. Wieder Brandl gegen Dvorsky. Bulli geht an die Slowaken. Die das Ausspielen, das leere Tor vor sich haben. Aber Deutschland agiert gut. Vinzenz blockt diesen Pass. Ist dazwischen. Gute Bewegung von Sumpf, um aus dem eigenen Drittel rauszukommen. Deutschland kann sich in Formation bringen. Brandl mit dem Stockfehler. Troppmann verliert die Scheibe. Dvorsky mit dem Versuch vorbei. Die letzte Minute bricht an in Ashua. Kann Deutschland hier nochmal zurückschlagen? Dvorsky. Jetzt die Gelegenheit und die Entscheidung. Juraj Pekarczyk. Aber die Deutschen haben es nicht hängen lassen. Die haben alles versucht und
in der Situation musste er irgendwas versuchen. Ne? Und dann davor schon die Situation 3 gegen 1 aufs leere Tor, wollten sie zu schön spielen. Diesmal nimmt er den Schuss und macht dann das Empty-Net-Tor zum 6-4. Am Ende muss man einfach sagen, dass die Strafe den Deutschen das Genick gebrochen hat. Getröppelte Minen bei Goalie Willerscheidt, bei Maurice Hildebrandt. Die deutsche Mannschaft hat ein super Spiel abgeliefert. Das wohl Einzige, was man ihr wirklich vorwerfen kann, ist diese Strafe am Ende. Ja, leider. Die hätten es auf jeden Fall verdient gehabt, mindestens in die Overtime zu kommen. Ich meine, Slowakei ist ein gutes Team, dass du die 60 Minuten lang von deinem Tor so weit fernhältst. Aber den einen Punkt, den hätten sie auf jeden Fall verdient gehabt. Nochmal eine Aktion. Toni Enschko. Letzten 10. Nochmal die Chance für die Slowakei. Und dann ist Schluss. Die eine Mannschaft feiert das Viertelfinale. Die andere hat tapfer gekämpft, hat alles reingelegt, hat ein tolles Spiel abgeliefert. Muss am Ende aber, und das steht schon vor dem letzten Spiel gegen die schwedische Mannschaft morgen Nachmittag fest, in die Abstiegsrelegation bei der Weltmeisterschaft. Ja, am Ende die Strafe und wenn man so will, auch die mangelnde Chancenverwertung. Es waren ja genug Chancen da, auch in Unterzahl von Vinzenz. Der vergebene Penalty vor dem Ausgleich, auch die Situation, wo die Deutschen viele gute Chancen hatten, einfach das Tor nicht machen. Und wenn du da kaltschnäuziger bist, so wie die Slowaken am Ende waren, dann ist es dein Spiel, dann gewinnst du vielleicht 6-4, 7-4, weil die Slowaken den Torwart ziehen müssen. So am Ende bringen sie sich um den Lohn. Aber die Jungs können sich nichts vorwerfen, die haben bis zum Schluss gekämpft, haben alles in die Waagschale reingehauen. Ja, und jetzt können sie mit das Spiel mitnehmen. Klar ist jetzt erstmal Frust da. Aber das Gefühl, auch die vielen Tore, die sie erzielt haben, das Gefühl nehmen sie mit in die Relegation. Und dann ist es eine Best-of-3-Serie. 2 Spiele gewinnen, dann bist du nicht abgestiegen. Wer da der Gegner sein wird oder wahrscheinlich sein wird, könnte sich heute noch entscheiden. Um 20 Uhr in der Parallelgruppe das Spiel Lettland gegen Norwegen. Die beiden Tabellenletzten aktuell in der anderen Gruppe. Kevin Bicker, bester Spieler bei Deutschland mit seinem Tempo. Die slowakische Abwehr in aller Regel.
Thank you.
first goal for Team Latvia. Scored by number 12, Thomas Mutz. Assisted by number 11, Erik Svankajko. And number 16, Petris Mulans. And 53-0-3. New score, Latvia 1, Norway nothing. Das erste Goal für Team Lettland, erzielte Spielerin Nummer 12, Thomas Mutz. Und Türspiel von der Nummer 11. Erik Svankajko und Nummer 16, Petris Mulans. Sieg 53-0-3, neuer Spielstand. Team Lettland 1, Team Norwegen 0.
Norway. Gentlemen, the best players of each team will be awarded by Ragusa, sponsor of the 2023 IIHF Ice Hockey Under 18 World Championship. Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, die besten Spieler von jeder Mannschaft werden ausgezeichnet von Ragusa, sponsor von der International Ice Hockey Federation U18 Weltmeisterschaft 2023. The prizes will be presented by Preise werden überreicht.